Ihr habt lange genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40K Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach den Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spendika, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Normal! Wir feuern Bolter wie ein Space Marine. Danach wechseln wir, entspannen dir, Soundtrack-Dream. Du kannst machen, was du willst, wir killen ein Screen. Kings of the Hill, kommen nicht mit War Machine. Mein Manu, und? Wieder den wunderschönen Manu, machen wir ein bisschen größer. Übernehme ich mal kurz an der Stelle. Hi Kev, wie geht's? Ja, grüß dich, mir geht's super, wie geht's euch? Ja, auch gut, gut wieder heimgekommen. Für dich war der Weg ja ein bisschen weiter, ne? Ja, das war ein breiter, weiter Weg. Später 9 Stunden sind wir heimgefahren. 3:30 in der Früh waren wir zu Hause, oder 2:30. Boah, ja, nicht schlecht. Ja, und der Pokal musste ja auch mit zurücktransportiert werden. Wird nicht leichter. Ja, war sehr schön. Gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. Ne? Gibt Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall. Nee, Leute, jetzt können wir tatsächlich doch die richtige Agenda machen. Wir haben unseren Hauptgast jetzt auch dabei, den Kevin Plan B-Gott. Servus Kevin, nochmal offiziell. Wir haben jetzt schon ein paar Leute am Zuschauen. Manu und ich werden später, du kannst wie gesagt nach dem Interview gehen, kannst auch bleiben, genau wie du möchtest. Du bist unser Freund, unser Teammate, bist immer willkommen. Wir reden danach nochmal so ein bisschen über das Meta, über Top-Armeen, was die aktuell bringen, was man dagegen machen kann. Das ist immer so ein bisschen unser Style. Aber erstmal wollen wir dich natürlich gebührend empfangen. Für alle, die es noch nicht wissen, Kevin, Plan B, Gott aus Österreich, ist ja einer unserer neuesten Zugänge, sag ich mal. Natürlich direkt wieder ein Top-Transfer. Und kann man auch schön sagen, hat direkt gezündet jetzt beim Firebug in Karlsruhe. Mein persönliches Lieblingsturnier von allen, weil einfach dort der Vibe stimmt, weil die Leute stimmen, weil das Personal geil ist, weil die ganze Betreuung geil ist, weil das Essen geil ist und weil alles immer in einer Location die ganze Zeit ist. Das konnte er von 156 Leuten in 6 Runden auf 3 Tagen für sich entscheiden. Deswegen an dieser Stelle nochmal Glückwunsch, mein lieber Kevin. Ganz stark, wir sind echt stolz auf dich, haben uns mega für dich gefreut. Geil, dass du es gemacht hast. Danke. Das ist auch eins meiner liebsten Turniere. Vor allem Deutschland hat ja super, super, super Turniere. Habe ja jedes große Major letztes Jahr mitgenommen. Ja, hat komplett eigenen Charme. Die Orga ist richtig geil. Also Team Firebug rund um Daniel und alle Helferlein, auch die Alex vom Redis in Blue. Jeder 100% angestrengt, 100% on point. Und ja, deutsche Elite auch großteils dort, auch wenn diesmal Garanten gefehlt haben. Der Matthias hat gefehlt, der Malte hat gefehlt, da haben sehr, sehr viele Leute gefehlt, leider. Aber ja, waren trotzdem durch mehr als 30 Spieler, die man als Favoriten und Mitfavoriten betiteln hätte können. Hat mich sehr gefreut, muss ich echt sagen. Ja, auf jeden Fall. Das hat man ja bei jedem Turnier, vielleicht beim Braunschweiger Turnier nicht, weil das so groß ist, dass da irgendwie gefühlt jeder hin muss, der es ernst meint. Aber ja, wir konnten als Kings of the Hill auch etwas für die Teamwertung, glaube ich, ganz gut machen. Wir waren zu 5 da und haben alle 5 die Top 10 gemacht. Manu noch gerade so, ne? Mit Platz 10 meine ich, oder? Ja, korrekt. Und was auch geil ist, jeder von uns mit der anderen Fraktion, ne? Also Kevin mit Space Marines, Manu mit Grey Knights, Grisha mit Death Guard, Mario mit 1000 Suns und ich natürlich. Oder endlich wieder mit den goldenen Boys des Imperator mit Adeptus Custodes. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt, wann es soweit ist. Weil, also, Kevins Liste in allen Ehren, aber Custodes ist halt bei dir schon auch nochmal ein anderes Ding, finde ich. Ja, vielleicht hätte ich auch früher drauf hören können, aber ja, was, also in Kassel hätte ich sie wahrscheinlich schon spielen sollen, aber ich sag mal so, bei diesem Gelände jetzt und bei den anderen Turnieren war schon gerechtfertigt, die Liste von Kevin zu spielen, weil die einfach krass ist. Ja, da werden wir jetzt, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Das ist eigentlich eine super Überleitung auch wieder, Manu. Also, was ist eigentlich diese Liste, von der immer alle sprechen? Das ist der Austrian Highway. Ich kann mal kurz fassen, das ist eine Panzerliste. Siehst du denn eigentlich auch den Stream, Kevin, oder bist du einfach jetzt nur drin und hörst zu? Kevin? Ja, grundsätzlich spiele ich im Stream. Ich habe ihn... Jetzt ist egal, ich frage nur, sonst moderiere ich das und du musst einfach nur antworten, das ist kein Problem. Ja, warte, ja? Ich mache ihn sie nur auf, dann habe ich ihn. Ja? Mach mal, Lightning, einen wunderschönen guten Abend und Maddies Minis auch gerade noch in Karlsruhe gesehen, jetzt wieder hier im Stream, einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Ich habe es euch hier einfach mal raufgepackt, ganz einfach. Also er spielt Black Templar, damit er die Auswahl auf ein bisschen andere Datasheets hat. Im Iron Storm Detachment, ganz früh hätte man auch sagen können, das Iron Hands Detachment, ein Reroll, also entweder ein Hit, ein Wound oder ein Damage Reroll am Start. Und er hat 3 Tech Marines, das fand ich krass, also 3 HQs. Der eine hat den Damage Blank, das ist der Adept of the Omnisire. Dann hat er den Master of the Machine, 6 Zoll Aura für Zurückfallen, Schießen und Advance und Shoot. Und hat er auch den Target Auguri Web dabei, das heißt, alle in 6 Zoll machen auf 6, also nur Fahrzeuge, machen bei 6 Lethal Hits. Dann 4x Crusader, wo ich glaube ich, wenn ich Kev kenne, das ist das Minimum-Maximum, was er jetzt gerade so mitnehmen kann an Crusader. Ich glaube, er wird immer gerne mehr nehmen, die sich auf 2 Rhinos verteilen. Die sind einfach super günstig mit 75 Punkten. Dort habt ihr irgendwie eine Faust oder einen Hammer drin, Multimelter, Melter, Melterpistole. Ist halt aktuell noch ein Schnapper. Dann einen Ballistus Dreadnought. Ich glaube, du kannst da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich finde, man kann den mitnehmen. Der ist einfach viel stabiler als ein Destruktor. Allerdings auch ein bisschen teurer und hat keine Hunter-Killer-Missile. Hat aber 4 quasi Laserkanonen. 3x Black Templar Reaper. Die sind einfach so das Herz der List. Die sind krass. Die sind sehr, sehr stark. 3x Destruktor-Panzer. Super günstig und cool für das, was sie machen können. Und nur 1x Scouts. Das ist im Grunde genommen die Liste. Ja, wie bist du zu dieser Ausführung dann am Ende des Tages gekommen, Kev? Ja, zur Liste selbst. Ich habe sie halt zuerst gespielt in Austrian Highway mit noch viel mehr Panzern, sprich ohne den Executioner, ohne und auch mit 2x mehr Crusader und 1x mehr Scouts. Tatsächlich bin ich zum Entschluss gekommen, hey, wenn du die Liste beherrschst, kannst du auch dein Gameplay, was du von den von den ganzen Squads erhältst, kannst du das auch ein bisschen reduzieren. Sprich, du gehst auf 4 Crusader, du gehst auf einen Scout-Squad, verzeiht dann halt keine Fehler und dafür kannst du halt noch mehr Firepower reinnehmen. Mhm. Also deswegen ist der Kollege Executioner da mitgekommen. Mhm. Ich glaube, den hast du jetzt in der Auflistung. Oh, den habe ich vergessen. Das ist noch ein Panzer, ja, tatsächlich. Ja, ja, das stimmt, ja. Sorry, ja, kleines Panzerchen hätte ich da noch. Ja. Ja, ich traue es mir eigentlich gar nicht sagen, warum ich ihn in Ballistus mitgenommen hat. Der Ballistus ist eigentlich nur mitgenommen worden, weil zu mir ein Clubkollege gesagt hat, Grüße an den Martin, keiner kann was gewinnen mit dem Ballistus. Ich habe gesagt, hey, komm, Ballistus, ich kann damit was gewinnen. Mhm. Ja, also die 140 Punkte hätte ich mal sparen können. Wir haben keine Spiele ausgerissen, aber ja. Da habe ich spiele auch gern mit Listen herum. Also wie gesagt, der Schritt zurück, nachdem ich die Liste beherrscht, aber weniger Infanterie, weniger Gameplay, hat funktioniert. Aber ja, Ballistus, der wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Ja, okay, verstehe. Hier wird auch im Chat direkt gefragt, warum eigentlich nicht mehr Dreadnoughts? Gegen die Liste habe ich auch verloren. Oder zumindest war sie sehr nah dran. Also warum nicht mehr Dreadnoughts vielleicht erstmal als Frage? Ist ein guter Ansatzpunkt von Basti. Welche Dreadnoughts willst du haben, ist die Frage. Ja, weil wenn du sagst, du nimmst Redemptors rein, die kosten 200 Punkte. Ja, haben aber keinen signifikanten besseren Output im Endeffekt als ein Destructor Predator zum Beispiel. Ja. Mhm. Ganz im Gegenteil, du hast halt deine Plasma-Waffen, du hast auch einen Zweier-Safe, aber du bist dann mit und minus 1 Damage, du bist aber mit 8 Zoll Movement dann doch ein bisschen eingeschränkt. Das merkt man doch in den Listen, weil der Gegner kalkuliert ja auch mit 10 plus W6 Movement und rechnet dann mit 4 bis 5 Zoll mit Advance. Also das sind alles solche Tags, wo der Gegner zum Denken anfängt. Und ja, kann ich nur sagen, mehr Dreadnoughts ja, aber dann musst du das Konzept auch komplett umarbeiten. Und dann wäre es auch kein Austrian Highway mehr, ja. Genau, da werden wir euch aber später auch noch was zu zeigen, denn da gibt es auch doch die ein oder andere Idee. Vielleicht bevor wir weiter mal zu dem Terrain und so weiter gehen, Manu, hast du noch Anmerkungen oder Statements zu der Liste generell? Nö, ich höre erstmal aufmerksam zu. Ich muss auch gestehen, ich habe mit Space Marines seit Jahrzehnten eher wenig Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ich kann auf jeden Fall den Punkt verstehen, dass man nach Dreadnoughts fragt, weil minus ein Damage auf dem Zweier-Safe auf jeden Fall stabil ist. Mhm. Ja, Land Raider Redeemer wäre vielleicht noch eine Frage, die ich mir stelle. Oder warum genau sich dagegen entschieden wird,
Das wäre so meine persönliche Frage oder wurde, das ist meine Frage, aber abgesehen davon, ne, habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube einfach, in diesem Konzept geht es vor allem um die Punkteffizienz. Ne? Wenn du Land Raider Redeemer nimmst, der ist wieder bei über 200 Punkten, da muss auch irgendwie was rein und so. Ne? Da ist wieder die Frage, wie baust du das drumherum? Und der hat, glaube ich, ein bisschen eine andere, sag ich mal, Aufgabe. Ne? Hier hast du viele verschiedene Panzer, die selber schon durch diese ganzen Rerolls für sich selber ziemlich stark sind, viel machen können und gerade in dieses Konzept und in diese Idee, sag ich mal, von Kev einfach reinspielen. Ne? Also ich spüre es ja, ist ja nicht mehr Originalliste, die aktuelle Turnierliste, mit der ich jetzt zum Beispiel auch nach Tschechien rausfahre, die ist ja Ballistus weniger, dafür Valiance auch zwei Reihen. Jetzt doch, und okay. Ja, also mit Crusade, mit Valiance, die schallern dann schon ordentlich und ja, das macht auch, das taggt auch, glaube ich, das Meta ein bisschen besser aktuelle. Aber immer noch die drei Reaper, dann hast du drei Reaper und zwei Valiance, ja? Genau, das ist der Plan. Das ist du magst das Chassis, ne? Ja. Impulsoren noch ein paar. Kann man spielen, ja, aber Impulsoren ist halt auch so eine Sache, wenn du willst, dann mit die, habe ich auch lang gespielt, habe ich in Atlanta, glaube ich, gespielt, wenn es mir nicht täuscht, das weiß ich gar nicht mehr. Die spielst du dann halt mit den Hellblasters drin. Ja, wenn du es schaffst, so wie ich, dass du erste Runde dich selbst sprengst mit Hellblasters in deinem Auto, dann bist du Oberspezialist. Aber ja, da gibt es halt punkteeffizientere Sachen drinnen aktuell in der Liste. Ja, auf jeden Fall. Also, bevor wir jetzt weitergehen, letzte Frage noch von Basti hier, auch die Amis schwören auf die Kalidus, die Meinung dazu. Also die Kalidus kannst du immer spielen, das ist eine solide Auswahl. Also die Sache ist, die Scouts haben einfach eine andere Funktion nochmal. Die haben vorher einen Pre-Game-Move, die sind zu fünf, die können einfach dann nochmal viel mehr Sachen machen. Den Gegner irgendwie besser einsperren, Wege blockieren oder ihnen, sage ich mal, Punkte wegnehmen, wo er vielleicht eine Aktion machen könnte. Das ist halt mit einer Kalidus eigentlich gar nicht so möglich. Die Kalidus gibt dann irgendwie auch noch was ab als Charakter. Und genau, das ist so einer der Hauptpunkte. Ich finde, man kann immer mittlerweile auch für den Evasor, sage ich mal, auch schwören. Der ist noch mal günstiger. Wenn du den in der Mitte eines Quartals, eines Viertels so ein bisschen aufhält, kann er immer mit Advance und Charge auch noch richtig coole Sachen machen. Vielleicht von dir noch mal dazu, Kev, was denkst du zur Kalidus auch in dieser Liste zum Beispiel? Ja, in dieser Liste auf jeden Fall nein, weil dann taggst du halt wirklich, dass der Gegner sagt, okay, ich nehme Bring It Down und Assassinate und gehe ihm entgegen. Also da machst du alles für ihn auf. Dann die Kalidus hat auch ihren Springeffekt drinnen, dass du einmal nach hinten springst und zum Beispiel Gegner deployst. Das willst du ja in der Liste auch nicht, weil die Liste endet eigentlich beim Mittelmarker für dich. Du willst ja nicht zum Gegner rein, du willst ja nicht noch tiefer rein. Du willst ja eigentlich mehr interaktionsarmes Gameplay haben, wo du deployst und vielleicht irgendwas auf Kill gehst oder glänzt. Und er sagt dir dann halt, okay, cool, du konzentrierst dich auf Mitte und den Marker, der dir gegenüber offener ist, aber die Shooting Lines offener sind. Und das hat dich, glaube ich, euer Coach oder euer Captain, der Mike, erlebt. Und der ist ja da, glaube ich, 100 zu 20 oder zu 30 rausgeschallert im Matchup. Grüße gehen raus, ja. Ja. Nee, das passt. Also erstmal wunderschönen guten Tag, Eichi. Schön, dass du da bist. Und die Kurzantwort ist wirklich, die passt. Also auch wenn es sich erstmal komisch anhört, aber die ergänzt das Konzept dieser Liste einfach nicht gut. Sondern die macht ein bisschen was anderes und hier muss wirklich alles miteinander zusammenspielen. Das ist ganz wichtig. Schauen wir uns mal ein bisschen so Maps an. Es gibt eine, ich habe vergessen, es gibt vier Maps oder Terrain-Formate, die man in Deutschland so aktuell sieht. Das eine ist natürlich WTC, also von der Weltmeisterschaft, verschiedenste Ausführungen. Eigentlich sehen die alle mehr oder weniger gleich aus, die Variation. Nur die Größe der Ruinen spielt ein bisschen eine Rolle. Da gibt es Light, Medium und Heavy. Dann gibt es GW-Terrain, das haben wir jetzt zum Beispiel beim Firebug gesehen, dass es da so eingesetzt worden ist. Also sowohl von den Layouts als auch diese alten AO-Ruinen oder auch jetzt Dutch Tabletop Terrain, die dafür genutzt werden. Und dann gibt es von Benny von Bad Tabletop Battleground sein eigenes Terrain. Da hat er auch nochmal ein kleines Layout, was auch so ein bisschen Richtung, glaube ich, GW geht. Und jetzt habe ich hier noch vergessen von den Hamburger Jungs, was die da, sage ich mal, für eigene Sachen machen. Das müssen wir später vielleicht nochmal zeigen. Das ist tendenziell ein bisschen offener, aber die arbeiten, glaube ich, aktiv daran, das auch ein bisschen zu verändern. Wie sieht sowas für euch aus, wenn ihr dann unterwegs seid? Hier nochmal WTC,
vier gängige Tische, die man so sehen kann. Also das ist jetzt mal für eine Aufstellungsart, aber viele, sag ich mal, dieser Setups kann man dann so sehen. Und wenn man das auf dem Tisch sieht, ist das schon ziemlich dicht. Ich habe jetzt heute für euch extra auch wieder mein Whiteboard dabei, glaube ich. Ja, wo ist es? Wo ist er? Nee, hier ist er, glaube ich. Ja. So, danke für den Follow. Genau, seht ihr, wie ich male? Sieht man das? Ja, ne? Geil. So. Stark. Technik. Ja, kriegst du, ne? So, genau. Was ich hier einfach nur aufzeigen wollte, ist jetzt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, Kev hat viele Fahrzeuge und für, sag ich mal, wenn man jetzt auf Feuerwinkel geht, kann man hier auf diesen Maps, vor allem wenn man sich die Marke anschaut, gute Feuerwinkel bekommen, wie zum Beispiel hier oder hier. Mal genommen, er deployt hier rechts, ja. Der Feuerwinkel hier ist auch schön. Von hier kommt, ist der hier auch schön. Ja, und bei den anderen, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber reden. Sobald man jetzt hier rübergehen kann, hat man einen Feuerwinkel hier drin sowieso. Und wenn man hier, sage ich mal, drei Marker gut beschießen kann, ist das sowieso schon eine coole Sache generell. Also, genau, das vielleicht mal dazu. Das heißt, WTC-Maps kannst du mit deiner Liste ganz gut spielen, oder, Kev? Außer Table 8. Table 8 ist leider movement-technisch nicht so interessant, wie er ausschaut. Mhm. Table 8 ist ein bisschen schwierig zum Spielen. Table 6 sagt halt, eine Seite kannst du spielen, andere musst du verweigern. Mhm. Ja, natürlich muss die Liste adaptiert werden für WTC. Also da musst du auch andere Tags reinmachen. Da kann man auch überlegen, ob man statt Crusader auf Blood Angels umschwenkt. Also ja. Ja, kann man sie spielen, ist auch super kompetitiv, aber WTC bräuchte da halt eher ein anderes Setup der Liste. Mhm. Was sagst du, Manuel? Ja, ich kann mir auf jeden Fall, also ich habe die Liste selber auch noch nie gespielt, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Move-Block bzw. auch Angles bekommen ein Riesenthema ist. Ja, da würde ich mich ganz, ganz deiner Erfahrung beugen, wenn du das so beschreibst. Ja, kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da einige Finesse dazu gehört, die Fahrzeuge über die Platte zu manövrieren. Ich meine, du kennst die Liste ja, Manu, weil wir haben ja gegeneinander gespielt in Erkelenz tatsächlich, ne? Stimmt. Ja, dagegen habe ich dann gespielt, ja. Wobei das ja dann schon eher auch so ein Shootout bei uns beiden war. Also jetzt mit meiner Death Guard hatte ich jetzt nicht so viele Tech-Pieces dabei, um dich jetzt, sagen wir mal, intelligent zu ärgern. Ich habe halt einfach mit AP5 Meltern auf dich geschossen. Und das war schon ganz okay, ne? Lightning, vielen Dank für das Abo auf Stufe 1. Sehr, sehr geil. Schon seit 6 Monaten, Hammer. Genau. Da kommen wir jetzt tatsächlich auch zu, denn jetzt gibt es so das zweite Setup, wie ich das gerade beschrieben habe, was man jetzt im deutschsprachigen Raum so jetzt auch mittlerweile auf dem einen oder anderen großen Turnier so sieht. Das ist jetzt hier Dutch Tabletop Terrain oder auch das alte Alliance Armory Gelände, wie man es so ein bisschen sieht. Ich finde, das sieht ziemlich zu aus und das war so mein Gefühl, da habe ich mit Kev auch drüber gesprochen. Der hat natürlich für immer alles eine Idee, was er machen kann, aber ich als jemand, der die Liste versucht hat, so gut es geht, auch mal nachzuspielen, bin da echt oftmals auch so an meine Grenzen gestoßen. Ne? Weil jetzt siehst du jetzt hier zum Beispiel bei, das ist jetzt Aufstellung Search and Destroy. Dieser Winkel hier ist ja ultra eng, ultra klein. Und für alles, dass du irgendwie Winkel bekommen kannst, muss man ja irgendwie immer hier vorstoßen und quasi irgendwie hier in die Mitte rein, so ein bisschen, um was zu sehen. Und hier unten, wenn ihr es auch mal anguckt, hier passt kein Fahrzeug durch. Das ist extra so gemacht, dass da keins durchpasst. Wie geht man dann, und die wurde zweimal gespielt, die Aufstellung meine ich jetzt auch bei dem Turnier, wie geht man damit um, Kev? Ja, also was sich bei der Map gedacht worden ist wohl klar, dass man Fahrzeugen den Wind aus dem Segel nimmt. Ansonsten steht das zentrale Geländestück in der Mitte unten nicht da, was stehen sollte. Ist halt richtig, richtig schlecht zu bespielen, muss ich echt sagen, weil du auf ein Drittel der Map null Zugriff hast. Mhm. Die Map sagt auch, dass du halt einen Predator draußen hast oder einen Reaper. Alleine, dass du die Threat hast für den Gegner, dass er screenen muss auf der kompletten rechten Seite. Also als strategische Reserve, ne? Genau. Ja, Outflank. Sprich, die Map bricht beiden Spielern mehr oder weniger den Spielfluss, weil du halt kein offenes Spiel spielen kannst, weil du halt zu Gegner zu Aktionen zwingst. Das bin ich eigentlich nicht so der Freund davon.
Aber ja, sicher kann man die Flanke halt auch komplett als Baseman-Spieler stehen lassen. Also, wenn ich das so sehe, denke ich, okay, cool, da hat sich jetzt, wie auch immer, die Map da eine Woche vor Abgabefrist umgeändert hat. Hat sich was gedacht dabei. Hat sich aber nicht gedacht dabei, dass das Spiel ja auf Fixed ausgelegt ist von Fahrzeuglisten und du eigentlich trotzdem mit 2/3 von der Map super interagieren oder interaktionslos spielen kannst. Ja. Ah, das also, bei diesen beiden Malen, wo es war, hast du dann Fix-Mission gespielt? Ich hab 7-mal Fix, 6-mal Fix gespielt, ja. Krass, also dann immer Clans und Deploy oder was? Deploy eigentlich, weil das eh schon jeder permanent nimmt. Das alte Stranglehold, sage ich dazu. Ja. Und halt, was halt gerade passt. Also gegen Custodes, der ja auch gegen mich reindrücken will, wenn ich sehe, die Maps sind offen, Assassinate. Wenn die Maps zu sind, Deploy, Clans, weil dann zwingst du ihn, dass er herkommt. Also ja, ich glaube, dass man da unten das zugemacht hat. Hast du einfach zu jedem Spieler von Mechlisten gesagt, hey cool, du spielst jetzt Fixed und das wird kein Spiel, das wird ein defensives Warten und Schießen. Und genauso war es. Also ich glaube, der Move, dass man da Panzern die Möglichkeit genommen hat, dass man Tactical spielt, hat die Spiele dann wesentlich unattraktiver gemacht, muss ich sagen. Also im Nachhinein würde ich sagen, Fehler, dass man da die AT-Karten geändert hat, aus meiner Sicht, ja. Ja, aber so war das bei Manu mir auch so ein bisschen. Der hatte hier so seine Rhinos platziert, sich kaum Zugriff drauf, da hast du ja auch eine Lösung gesagt. Diesen Marker hier hat er richtig dick abgesaved mit einem Knight, einem kleinen Knight und noch mit anderem Gedöns. Und hier war sein anderes Rhino, da habe ich natürlich dann mit der Liste auch keinen Zugriff drauf gehabt. Und so konnte er schön einmal hier immer rüber raus bedrohen, der konnte jetzt hier so durchgehen, da Sachen machen. Genau, und hier rechts unten war für mich einfach ein Riesen, da konnte man damals noch durch, aber es war ein Riesenaufwand, da irgendwie hinzukommen. Und das, fand ich, hat die Liste schon so vor Probleme gestellt. Ne? Ja, absolut. Also wenn du dann nicht die Erfahrung hast, wie du das spielst, dann ist das ein schier unmögliches Matchup. Und ich habe jetzt halt 5 Runden auf dieser Scheißkarte gespielt, verdammt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Layout, auf das wir gucken können. Ja, aber das war jetzt nochmal jetzt das GW-Layout, wie es auf dem Turnier war. Das ist ein bisschen offener, aber was man jetzt sieht, ne? Das ist für dich okay zu bespielen, wenn ich das so sehe, oder? Ja, natürlich offener, natürlich ein bisschen variabler. Also Gott sei Dank hast du mal Zugriff auf die komplette Map als Spieler. Mhm. Ja, ist so wie das Gelände dasteht, zwingt es dich halt, dass du dich rausbewegst, weil Custodes und so weiter haben halt auch nette Staging Points links oben, rechts, rechts, also beide Marker eigentlich und am Mittelmarker hinter der Gebäudeplatte. Sprich, du musst da wirklich rausgehen. Und das. Also die Karte hat mir schon sehr gefallen zum Spielen. Da hätte ich auch Tactical zum Beispiel spielen können. Ja, also da hast du, glaube ich, für beide Seiten ein schönes offenes Spiel, weil auch der Gegner agieren kann und sich verstecken kann und sich rauszieht. Ja. Nee, das glaube ich auch. Melli schreibt auch, dafür hatte ich bei dem einmal auf der offenen Karte, also ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, hat sie genau auf so einer offenen Karte genau gegen diese Panzerliste gespielt. Ja, das ist natürlich hart, das glaube ich. Es war auch interessant zu sehen, dass diese Liste, sag ich mal, in dieser Artform jetzt wirklich auch viel gespielt und trainiert wird. Vor allem, weil Leute die auch im Team mitnehmen, weil die sehr potent auch im Team-Matchup ist und viele Leute das dann zumindest irgendwie können wollen. Ich kann für meinen Teil sagen, dass es einfach super schwer ist. Ich glaube, es wird kaum bis nie jemanden geben, der die so wie Kev spielen wird auf diesem Level, weil er wirklich da viel rein investiert hat und wirklich auch für alles irgendwie eine Art oder eine Idee hat. Die meisten, glaube ich, fokussieren sich erstmal darauf, die irgendwie runterzuspielen und merken auch, dass es gar nicht so leicht ist, mit dieser Liste die Gegner zu kontrollieren, Punkte zu machen, Missionen zu spielen, keinen Stau zu haben und einfach auch die richtige Verteilung auf der ganzen Karte zu haben, finde ich sehr, sehr spannend. Und genau auch Elemente irgendwie wie Scouts und so richtig einzusetzen und nicht nur als kleines irgendwie, keine Ahnung, Werkzeug direkt irgendwie verbrauchen. Das ist so mein Eindruck. Da bin ich sehr gespannt, wo das in Zukunft so damit hingeht.
Ich glaube, die Melli hat ja auch gegen einen Tobias gespielt, wenn ich mich richtig kann erinnere. Sein, ja. Das kann sein, der ja. Tobias hat ja die German Finals Listen von mir gespielt und die Melli hat ja die interaktive Necrons Listen gespielt. Sprich, auf der Karte nämlich super Nachteil, krasser Nachteil für die Melli, weil da hast du halt mit bedingt durch deinen Footprint, den du als Necron hast und bedingt dadurch, dass halt der Tobias auch Advanced Shoot Tools drin hat und er halt sehr gerne tradet, weil er tradet halt gegen doppelt so teure Units. Ja, also da bist du mit Necrons sicher im Nachteil. Wobei, wohingegen du mit Custodes einen Vorteil hast, weil wie gesagt, die dunkle Ruine oben ist ein super Staging Point für zwei Marker. Rechts hast du eigentlich auch einen super Zugang zum Marker, wenn du ihn brauchst. Also ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, was er mit Staging-Punkten auch meint, ist einfach Punkte, wo man sich gut aufhalten kann, das Spiel aufbauen kann, ohne in Gefahr zu laufen. Was er jetzt meint, ist, man kann sich hier platzieren und von da aus in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Als Custodes kann man sich auch gut hier so platzieren und dann hier rüberlaufen. Wenn man das einigermaßen sicher geschafft hat, ist auch sehr gut. Da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Genau. Jo, und dann haben wir noch das hier von Benny. Genau, das finde ich zum Beispiel ziemlich offen, muss ich sagen. Also da kann man, glaube ich, sehr gut mit interagieren. Da haben Fahrzeuglisten, glaube ich, viel Movement, viele Sichtlinien, die sie zum Teil ziehen können. Das ist, glaube ich, eine Map, die dir gefällt, ne, Kev? Ja. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also diese Map, die ist super eigentlich für die Liste, außer du spielst gegen einen Artilleriebunker. Ja? Mhm. Artilleriebunker meine ich drei Manticore, ein Basilisk, Greed mit einem Mörser, die alle in deinem Bunker hier, links unten hier. Wegstehen. Fünf Runden unberührbar. Ihr ja, ratet jetzt einmal, gegen wen ich erste Runde gespielt habe. Gegen Eldar? Genau, gegen Astra Artillerie auf dieser Karte. Also. Ja. Ich glaube, gegen Walter habe ich da gespürt, wenn es mich nicht täuscht. Und er hat einmal fünf Runden schön gedonnert mit seinem Manticorn von hinten raus. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber auch das hat nicht gereicht. Ich glaube, das war auch relativ knapp, das Spiel dann am Ende, ne? Aber, also was heißt relativ? Aber das hast du dann. Der hat dich schon ein bisschen in Schwitzen gebracht, zumindest, ne? Das war 90-70, glaube ich, ist ausgegangen. Das war mein erstes Spiel am Firepack. Also ja. Und die erste Runde hat er auch noch gehabt und bei den ersten beiden Manticore jeweils 6 Schuss rausgedonnert. Hat schon geschämmert. Ja. Nee, aber trotzdem, da hast du auch dich nochmal durchgesetzt. Da können wir gleich nochmal durch den Verlauf gehen, genau. Und dann hier nochmal, was hältst du von der Map, Manu? Was sagst du zu der Map? Mit welcher Fraktion? Ah, okay, ja. Du stellst jetzt wieder die Coaching-Fragen. Okay, alles klar. Aber generell jetzt. Die Map, ich finde dieses Castle in der Mitte irgendwie interessant. Für den einen ist es cool, für den anderen ist es überhaupt nicht cool, oder? Ja, da hast du wohl recht. Die Sichtlinien da durch die Mitte können schon sehr, sehr komisch sein. Ja. Ich analysiere Gelände tatsächlich auch im Vornherein gar nicht so hart. Ich mache das dann, wenn ich an der Platz stehe. Deswegen bin ich da jetzt allgemein auch, also ich finde es auch mega interessant, sich das zu überlegen. Jetzt mit Grey Knights zum Beispiel habe ich auch gar nicht so das Problem, jetzt mir Sichtwinkel zum Beispiel zu suchen. Ich habe jetzt fürs Firebug mir zum Beispiel, also ich habe mir die Layout schon, ich habe schon mal drüber geguckt, aber ich habe jetzt zumindest nicht die Liste irgendwie drauf angepasst, weil das halt vom Gameplan her nicht so groß eine Rolle spielt. Krass, okay. Weil ich mache mir extrem viel Gedanken über das Gelände. Wie sieht das bei dir aus, Kev? Ja, vor dem Firepark habe ich das Terrain mir angeschaut, denke mir, ja, cool, super zum Spielen, gehen wir. Und dann, wer hat die Karten geändert? Ich glaube, keine Ahnung. Dann habe ich die Karten nochmal angeschaut und habe mir gedacht, verdammt. Also, ja, im Nachhinein wäre es besser gewesen, man spielt da, glaube ich, mit 50 Sprunggruppen, Death Company dabei dazu und macht das als Stage Gameplay und knallt den Gegner schön weg mit seinen Inferno-Pistolen und packt noch zwei Reaper dazu, aber ja. Das kommt halt auch immer noch Glück drauf an, ja. Das ist gut schwierig. Nee, es passt aber, stimmt, Manu, du bist echt eher so der intuitive Spieler, ne? Du guckst einfach immer, was ist vor dir und dann machst du dir den Plan und dann ziehst du einfach durch, ne? Ist auch ja, cool. Also ich
zum Beispiel hier auf Major bei uns, der kennt sich ja mit den Maps wirklich, also der kennt die ja auswendig. Der weiß ja, wo ist welcher Winkel, welche Spots sind Safe Spots und so. Mit welchem Movement kommst du an welche Lücke ran und solche Geschichten. Das habe ich bisher mir noch nicht erarbeitet. Also das ist natürlich, wäre das schon auch lohnend. Vielleicht wird das oder hoffentlich auch früher oder später passieren. Aber ich schaue mir so das Gelände an und gucke mir einfach oder denke mir so, ist es dicht oder ist es offen? Weil ich halt auch, was jetzt so mein Konzept angeht, zum Beispiel jetzt eben auch nicht so extreme Listen spiele im Moment, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste, ob ich jetzt da irgendwie 10 Fahrzeuge über die Platte bewegt bekomme. Also bei mir reduziert sich das primär auf dicht oder nicht dicht. Wenn ich mir jetzt die Map anschaue, könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich mit Fahrzeugen auch ganz gut spielen lässt, weil diese Geländezonen, auf denen keine Ruine steht, halt ziemlich cool sind, kann ich mir vorstellen. Ja. Weißt du, wie der Major das aber macht auch? Der macht er macht sich Gedankenschubladen, nennt er das. Okay. Der schwitzt sich ganz tief in eine Fraktion rein, das hat er natürlich auswendig kennt, alles. Und dann guckt er sich die Maps an und wer anfängt und nicht und packt immer jedes Szenario in eine gedankliche Schublade rein und lernt das wie so mit so Karteikarten auswendig. Sodass, wenn das Spiel dann beginnt, er weiß, okay, der Gegner, alles klar, die Map, ich fange nicht an, das ist das Szenario, dann ist, deswegen spielt er auch so schnell. Der kann super schnell spielen, auch wenn das eine sehr komplizierte Armee ist. Der macht dann immer Pam, Pam, Pam. Da muss man zum Teil auch mal sagen, ey, ich spiele mal ein bisschen langsamer, ich komme gar nicht hinterher. Das ist so quasi seine Technik dahinter. Ja, das ist beeindruckend auf jeden Fall. Ja, der Eichi schreibt noch, die Franken bringen den Össi ins Schwitzen. Ethereum, einen wunderschönen guten Abend und Wargame Vision Austria. Grüße euch, grüß euch. Ja, wir grüßen dich zurück, mein Lieber. Hallo. Genau. Ja, vielleicht erzähl doch nochmal, wenn ihr Fragen erstmal natürlich an Kev habt, Leute, haut sie einfach in den Chat. Das ist jetzt eure Chance, einfach auch von jemandem, der so eine Fahrzeugliste von den Space Marines entwickelt und pilotiert hat, da für euch Wissen rauszubekommen. Dafür sind wir auch da. Er hat es erfunden. Er hat's erfunden, genau. Und, ich bin der Wälzer, hey. Ja, ich finde das für uns Hochdeutsche ist irgendwann immer so, dass es jetzt ein bisschen gemein, aber. Der eine macht ein bisschen so, der andere macht ein bisschen so. Das ist für uns echt schwer auseinanderzuhalten. Genau. Wir hatten doch jetzt gerade noch vielleicht für die Leute nochmal, auf was bist du alles getroffen? Du hast halt in der ersten Runde schon direkt Astra bekommen. Das war nochmal ganz interessant. Die hast du vielleicht jedes Spiel einmal und nur ganz, also eine ganz kurze Fassung, wie dein Gameplan war und wie es dann quasi ausgegangen ist oder sich ausgegangen hat, das Spiel. Ja, gut, gegen Astra in diesem Bunker, das war sehr schön. Er hat die erste Runde gehabt, hat mich attackiert, hat ein bisschen unterschätzt, dass ich ohne Rücksicht auf Verluste Bewegung mit Advance entgegengehe und auf ihn schieße. Das hat ihm mal seine Sentinels und Großteil der Bullgrins und Kasakrin gekostet. Erkner hat mir 3-4 Panzer weggeknallt, ja, passiert. Wenn ich so ein 16 Zoll Movement habe, Richtung Bunker hinten rein, dann stehe ich halt schon ziemlich knapp zu dem Bunker, dann bin ich natürlich 9 Zoll ausgestiegen mit 2 Units Crusadern und bin in seinen Bunker hinten rein. Die haben ihn dann die letzten Runden getaggt, die ganze durchgehend. In der Zwischenzeit, außer die Manticore, war, glaube ich, Runde 3 getabelt, Runde 4. Okay, ja, das ist schon relativ schnell gegangen. Ja, aber sehr schönes Spiel, sehr korrekter Spieler und hat auch richtig was am Kasten gehabt. Also wenn der ein bisschen öfter spielt, dann glaube ich auf jeden Fall, dass der ein sehr guter Spieler ist fürs obere, die Top 20. Ja, nee, das ja, okay. Man findet öfter mal solche, sag ich mal, rohen Diamanten, ne? Also, man kann hier auch nochmal sagen, wenn ich so reinschaue, natürlich 6 Siege, Opponent Winrate über 60%, das ist immer ein guter Indikator. Man kann hier auch immer sagen, wenn das ziemlich niedrig ist, vielleicht unter 50% oder nur knapp bei 50%, dann hatte man eher ein leichteres Pairing, das ist immer auch so ein kleiner Indikator. Also, du hast auf jeden Fall da ordentliche Gegner gehabt. Ich glaube, bevor wir hier weitermachen, ist noch eine Frage von Edirion an Manu. Wie glücklich warst du, dass du nicht gegen die Panzerbrigade von jetzt zum Beispiel Kev ran musstest? Meinst du, die Grey Knights hätten da eine Chance gehabt? Das wäre vielleicht die erste Frage. Erstmal dich, Manu.
Ja, also auf jeden Fall. Ja, die Fahrzeuge haben natürlich sehr viel Schaden. Das haben Grey Knights aber auch, wenn man die Liste richtig oder dahingehend baut. Je mehr Ritter, desto besser in Anführungszeichen. Also ich sage mal, das ist sehr spielerabhängig, dieses Matchup. Das kann sehr stark in die eine, aber auch in die andere Richtung ausgehen. Ich hätte da jetzt, also bei Kevin hätte ich wirklich Bock drauf gehabt und wäre auch sehr gespannt gewesen, was da passiert. Aber sagen wir mal, bei einem Großteil der Spieler hätte ich mir jetzt in Anführungszeichen nicht unbedingt so große Gedanken gemacht, weil Grey Knights einfach sehr gute Tools haben, um auch wirklich kleine Fehler vom Spieler dieser Liste zu bestrafen. Also wenn da halt viele Fahrzeuge an einem Spot stehen, dann springe ich erst auf eine Flanke, mache da komplett Luft, so dass er auch mit seinen 16, 18 Zoll Movement auf keine Winkel kommt, um da irgendwie auch verschießen zu können oder vielleicht nur auf einen. So dass ich im Prinzip besser trade. Dann habe ich auch noch Inzeptoren dabei, die sich richtig frech vor Fahrzeuge stellen können mit 18 Zoll oder dann für ein CP auch 24. Ja, also im Prinzip würde man als Grey Knight versuchen, das Spiel einfach zu verlangsamen. Das heißt, man springt an Orte, wo der Space Marine nicht so viel abgestellt hat. Oder wo man coole Winkel ziehen kann und dem Gegner dann aber oder dem Space Marine dann aber den Winkel zustellt. Alles in allem wäre ich aber doch relativ zuversichtlich. Ja. Interessant, ja. Also wir Aetherion als Kings of the Hill waren froh, dass wir seit langem, das ist das erste Turnier, wo wir nicht Mirror Match hatten, also ein King gegen einen anderen King. Das ist eigentlich sonst immer leider oder glücklicherweise, wie auch immer, dass man das sehen will, eigentlich immer der Fall. Und jetzt wirst du gefragt, Kev, wie hättest du auf diese Grey Knight-Liste von Manu reagiert? Soll ich dir nochmal, brauchst du nochmal die Details oder reichten dir irgendwie 4 bis 5 Dread Knights plus Int ja? Ich kenne die Liste, Ja. habe einmal schon gegen die gespielt. Ja, ich sage immer, es gewinnt bei solchen Matchups, wo beide Spieler, also Eigenlob stinkt, aber wo beide Spieler schon sehr gut spielen, würde ich sagen, dass der gewinnt, der mehr Erfahrungen hat im Gegner, im Spiel gegen diejenige Liste, wenn es derjenige beherrscht. Plus ist natürlich, dass mit dem Grey Knight Buff vom Ignore Cover und den eine P mehr, dass er natürlich auch richtig Schaden macht. Erfahrungsgemäß ist es halt trotzdem zu wenig Schaden, den er austeilt, weil halt meine Liste in Schaden, der ihn in den Retter reindrückt, viel zu viel Schaden macht und auch die Multimelter halt viel zu viel andrücken. Und wenn du das Matchup schon mal gespielt hast, dann weißt du, dass du den Grey Knight eigentlich weit rausdrücken kannst, wenn du die erste Runde hast. Und das mag der Grey Knight, glaube ich, nicht, weil dann zwingst du ihn quasi schon auf eine Seite, dass er sein Gameplay raufzwingt. Und dann schockt er halt 9 Zoll von welche Scouts oder welche Crusader entfernt hin. Und das mag er eigentlich nicht, weil dann kannst du mal 2, 2,5 Runden, vielleicht 3 Runden, wenn du die erste Runde gehabt hast, kannst du mal deine Primary und deine Secondary mal spielen und dann knallt erst oder knattert erst der Custodes rein, Der der Grey Grey Knight. Knight rein. Das ist sehr geil. Und ja. Also, erstmal Melli, vielen, vielen Dank für das Abonnement Stufe 1. Mega, schon seit 7 Monaten. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Danke für den Support. Für mich jetzt als neutrale Person hier unfassbar geil mitzuhören, wie beide einfach ganz sachlich, fachlich sagen: Hey, nee, es ist ein schweres Matchup, aber ich sehe auf jeden Fall Möglichkeiten oder auch Dinge, das zu gewinnen. Und ja, das müsste man dann tatsächlich mal sehen, wie sich das ausgeht. Also von daher cool. Und danke für die Frage, Ederion. War eine coole Frage. Im zweiten Spiel hast du dann gespielt gegen Christian Muschalek. Ist das Matschke gewesen? Waren das Custodes? Genau, das war, Ja. glaube ich, Aus Matschke. Dortmund, genau, ja. Ja. Ganz geiler Typ. Ja, Grüße gehen raus natürlich. Mein Custodes Bruder, aber der hatte eine relativ klassische Liste gespielt, meine ich, wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Und der ist, glaube ich. Hä? Nee, warte mal. Hast du gegen Death Guard gespielt? Nee, gegen Death Guard, oder? Kev. Death Ja. Death Guard ist das. Nee, Death Guard ist das. Okay, du hast gegen Death Das Guard hat er gespielt. gespielt. Genau, mit Crawlern waren dabei, Poxwalker, Nurglings, zwei Brigands. Genau, zwei In Liam, Rhinos. weiß ich, in Liams Liste, sehr aktuelle war das. Und Mortarion, ja, okay, cool. Auch schon mit die Flamer überall oben. Also ja, ich glaube, das ist aktuell in Liams Listen, in Weasel seine. Ja, da haben wir auch ein sehr schönes Spiel gehabt. Ich bin zum Tisch gekommen,
Und ich weiß nicht warum, aber der Major hat zu mir gesagt, musst du aufpassen, das ist ein super guter Spieler. Mhm. Hat er recht gehabt, war er tatsächlich. Ja. Und ich habe im Vorfeld nicht einmal geschaut, welche Liste er hat. Ich bin einfach nur hingesetzt, weil der Peter gesagt hat, du spielst auf dem Tisch, Nummer so und so. Und ja, Matarin hat mir entgegengelacht. Hm. Ich habe die erste Runde gehabt, bin gut nach vorgegangen, er ist mir entgegengegangen, hat alles noch so gut wie möglich versteckt. In der zweiten Runde habe ich halt überall meine Winkel, dass ich überall Zugriff habe. Und habe in Matarion einen Brigand und beide Crawler, glaube ich, weggeschnackt. Game Ender. Ja, nee, das war's dann. Ja, genau. Also, der Edirin schreibt hier auch sehr, sehr cool. Ich würde super gerne live sehen. Also, nächstes Turnier dann doch ein King Mirror im Final Table. Ja. Wir haben was anderes auch länger in der Pipe. Da müssen wir echt mal gucken. Vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, dass wir mal alle zusammen bekommen und mal ein internes Streaming-Turnier machen. Wir haben jetzt die Leute dafür und da können wir euch, glaube ich, gutes Entertainment bieten, gute Listen. Das, glaube ich, ist relativ realistisch. Das heißt, vielleicht kommt das sogar schneller, als du denkst und du musst nicht auf glückliches Pairing oder was auch immer hoffen. Melli schreibt noch, ich hatte Probleme, meine Zitanen irgendwo hinzubringen, wo sie nicht weggeballert werden. Ich bin also nicht an die Panzer herangekommen. Aber das mag an der mangelnden Übung liegen. Aber vielleicht gibt es was Schlaues, was man da gut hinbekommt. Melli, die Wahrheit ist, glaube ich, irgendwo so in der Mitte und sogar ein bisschen auch so, dass es einfach nicht so ein geiles Matchup für dich. Von daher mach dir da keinen Kopf, hab einfach weiter Spaß am Spiel. Und das Örtliche, einen wunderschönen guten Abend und guten Abend auch dir. Ich danke für die Glückwünsche für fünfmal, fünfmal Best Infection auch, stimmt. Das hat mich sehr gefreut, das Best Infection. Ja. Ja. Genau, nee, cool. Dann drittes Spiel hast du gespielt gegen Patrick Schendt, das ist auch einer aus NRW, aus der Köln-Area, meine ich. Auch relativ talentierter Spieler, der hat kustodisch gespielt, meine ich. Der hatte als einziger eine ähnliche Liste wie ich, ohne dass wir uns quasi kennen oder so. Das heißt, wie ist vielleicht da das grob abgelaufen? Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich 5 Minuten nach dem Spiel nichts mehr über das Spiel weiß. Okay, ja. Das liegt daran, dass auch wenn immer ich bei Gericht oder was auch immer einen Fall habe, 5 Minuten nachdem die Verhandlung fertig ist, weiß ich gar nichts mehr drüber, weil ich wirklich so abschalte und mich aufs Nächste konzentriere. Tatsächlich kann ich dir sagen, dass ich an dem Tag 45 Warden erschossen habe. Ja, stimmt. Und 8 Blade Champions, also da war schon einiges dabei und 3 Trajan, genau. Oh, das blutet damit aber mein Herz. Nein, das passt schon, also genau, wir brauchen das jetzt auch nicht für euch jetzt hier zu sehr sag ich mal, ins Detail gehen. Also er hat dann gegen Custodes gespielt, dann gegen Christopher Schade aus Berlin, Grüße gehen raus, auch nochmal Custodes an dem Tag. Dann hat er danach... Christopher, was er spielt, das habe ich sogar noch im Kopf. Ah, das hast du auch einfach noch im Kopf. Ja, okay. Ja, ja. Das war ein sehr schönes Spiel. Also der Christopher hat mir seine herzlich schöne Ogre-Armee gezeigt. Mhm. Also wirklich Ogre alles... Ogre-Custodes, ja. Ogre-Custodes, wirklich fein gemacht. Also ich habe bis heute, weiß ich noch nicht, wer der Trajan war, aber im Nachhinein habe ich es auf den Bildern gesehen. Es war Trajan, war der mit dem Trajan-Bolt da oben. Ja. Also, das hat er sehr, sehr, sehr in Liebhaberei gemacht. Ja, wir haben unser Spiel gehabt, natürlich wieder auf der Karte, wo ich null Zugang habe durch das zentrale Mittelstück unten. Ja. Sprich, ich spiele auf 2/3 von der Map. Und ich habe gespielt Assassinate und Deploy. Mhm. Warum nicht Clans? Weil ich da das Problem gehabt habe, dass der Christian grundsätzlich sehr aggressiv spielt und ich wusste, der wird mich probieren zum Überlaufen. Mhm. Genau das hat er probiert. Also der ist mit allem auf mich zukommen, hat alles gegeben, aber da hat er die erste Runde und das ist auch, das finde ich auch richtig schade. Er hat eine erste Runde Unterschnitt gewürfelt, also die 4er Retter, hat er glaube ich von 14, in denen ich ihn reindrückt habe, hat er 3 geschafft. Und da habe ich ihn die Trupps so runtergeknallt, also jeder Schuss war fast ein toter Custodes. Und das mit der Intensität der Laserkanonen, das hat das leider zu einem Nichtspiel gemacht und zu einem 100-40 oder so. Haben aber sehr schöne Momente drin gehabt, von Anfang bis Ende sehr faires und freundschaftlich geführtes Spiel.
Warum ich das auch noch sagen muss, ich habe mit dem Chris ja schon zweimal gespielt in der Vergangenheit. Einmal war das, glaube ich, in Norddeutschland 2015. In Kiel, wenn es mich nicht täuscht. Das kann sein, ja, beim Baltic Cup oder so, ja. Ja, damals, glaube ich, hat es noch Nordmanöver geheißen, wenn es mich nicht täuscht, glaube ich. Ah, Northgard, du meinst, okay, ja, ja, krass. Und dann habe ich gegen ihn 2019 in Prag Open gespielt. Da habe ich ihn ganz schlimm weggebraten. Habe ich gesagt, kannst du dich noch erinnern, wie wir damals gespielt haben? Und er sagt, nee, an dich kann ich mich nicht erinnern. Also haben wir ein drittes Spiel jetzt schon mittlerweile gehabt. Auch das dritte war sehr freundlich, sehr fair, sehr schön. Okay, sehr schön. Das war sogar nach dem Finalspiel mein Lieblingsspiel vom ganzen Turnier. Okay, cool. Also ich kenne ihn auch noch gar nicht so gut und es gab, glaube ich, mal Zeiten oder so, wo er vielleicht kompetitiver oder etwas verbissener an der Platte war. Ich kann es aber nicht bestätigen, weil ich habe nicht gegen ihn gespielt. Ich kann nur sagen, dass er auf dem Firebug jetzt, wo ich auch mit ihm ein bisschen gesprochen habe und so einen super Eindruck gemacht hat, viel von sich aus auch Leuten Hallo gesagt hat, gesprochen hat, geschnackt hat und alle, die mir was erzählt haben, die mit ihm gespielt haben, nur ein positives Erlebnis irgendwie da berichten können. Von daher kann ich nur sagen, Christopher, mach weiter so cool, dass du das jetzt so alles machst. Ja, also verbissen hätte er ihn noch nie gesehen. Also auch in Prag früher, da habe ich ihn wirklich schlimm von der Platte geschossen. Ja. Aber trotzdem ein richtig schönes Spiel gehabt. Sind wir auch noch was trinken gegangen. Haben wir heute diesmal leider nicht gemacht, glaube ich. Haben wir vergessen. Aber ja. Nee, super. Ja. Grüße gehen raus. Gegen solche Leute will man dann so auch immer gerne spielen. Das klingt super. Nächste Woche sehen wir ihn ja eh wieder in Leoben. Sind wir ja alle. Ja, bei mir steht es noch nicht so ganz fest, aber ja. Ansonsten seid ihr da alle. Genau, mit wem moderiert Joe jetzt eigentlich das Event? Weißt du das? Machst du das jetzt? Soweit ich das weiß, bist du dafür ein Platz. Also mir hat noch keiner Bescheid gesagt. Ich habe jetzt auch Lim heute nochmal angeschrieben, da kam jetzt noch nichts. Schauen wir mal, genau. Überraschung. Weil irgendwann müsste ich auch mal ein Flugzeug oder so buchen, ne? Ein Flugzeug. Ja, rein in den Flug und her damit dir. Ja. Genau, das machen wir nochmal offline, alles klar. Das Örtliche schreibt nur noch, diese Map kann ich nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Schauen wir mal, was da so in Zukunft passiert. Genau, und dann, Leute, hat der Kevin danach gegen Mike gespielt. Das hat er auch schon mal erwähnt. Der Mike hatte gespielt Death Guard und das ist das Matchup, das er ganz gut kennt und hat den Mike auf jeden Fall da deutlich besiegt. Und im Finale hat er dann gegen Pascal Haberstroh gespielt, der aktuell amtierende oder aspirierende WTC-Spieler, dem ich auch Austausch habe und der da im Finale dann jetzt Custodes gespielt hat. Ein Matchup, das der Kevin auch sehr gut kennt, wie er schon gesagt hat, auf dem Turnier hat er insgesamt sehr, sehr viele Wardens, sehr, sehr viele Trajans wieder zurück in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und das Spiel könnt ihr auf jeden Fall auch auf dem Stream nochmal euch anschauen, und zwar bei Target Priority ist natürlich gestreamt worden. Da kann man einiges mitnehmen, vor allem wenn ihr Ambitionen habt, in diese fahrzeuglastige Richtung zu spielen. Genau. Mit dem würde ich jetzt erstmal sagen, für diesen Teil könnt ihr nochmal natürlich Fragen an Kevin hier raushauen. Das war jetzt einfach seine Liste, sein Weg, seine Experience, sag ich mal, hier beim Firebug. Also unser neuester Zugang direkt schön reingepunktet, tolles Debüt oder so auch da gegeben. Also echt nochmal Glückwunsch von unserer Seite. Wir würden uns jetzt ein bisschen über Top-Fraktionen sprechen. Kev, ich lasse es dir wirklich frei. Ich weiß, du hast immer sehr, sehr viel zu tun. Also no hard feelings, du kannst jetzt gerne noch weiter mitmachen oder du kannst auch anderen Sachen nachgehen. Sag mir einfach Bescheid, weil da muss ich kurz die Kamera umändern. Du, ehrlich gesagt, ich habe leider für den Alpine Cup noch sehr viel zum Herrichten heute. Da wird es eine Nachtschicht leider werden. Ja, kein Problem. Würde ich mich verabschieden, also ich warte noch gern ein, zwei Minuten, falls noch wer eine Frage hätte. Aber wir haben nur den Büttelmann jetzt dabei. Moin Thomas, Valitzer, schön, dass du da warst, auch ohne den Matthias, geil. Und das Örtliche fragt dich noch, fliegt der Ballistus nach dem Einhalten der Wette wieder raus? Du, ich habe mein Geld bekommen, das wir gewettet haben. Ballistus fliegt so weit raus, wie er reingeflogen ist. Also ja, der geht natürlich wieder raus. Zum Thema Thomas Büttelmann kann ich nur sagen, schaut einmal unbedingt auf das Event, schaut auf den Namen von meiner Liste und dann gehen herzlichste Grüße raus an den besten Meme-Maker von Deutschland. Das hast du mich hier aber neugierig gemacht, das muss ich jetzt nochmal kurz validieren.
Ja, schau das dann, wenn ich nicht mehr da bin. Geht jetzt das dann durch, wenn ich nicht mehr da bin. Ist nichts Gemeines, ist nur was ein nettes. Na, darf ich das nicht jetzt vorlesen? Jetzt habe ich's. Ja, durch. Also erstmal steht da Go Walle, Herz, okay. Grüße geht raus an Walle natürlich. Und dann ein Zitat. Nicht die Menschen, die immer gewinnen, sind die stärksten, sondern die, die niemals aufgeben. Trotzdem gilt, Hauptsache vor Büttelmann. 1995 Punkte. Okay, geil. Ja. Oh, geil. Nee, gut, mein Lieber, dann mach mal die Sachen. Ganz herzlich. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mein Lieber. Ich weiß, dass du viel um die Ohren. Sag mir nochmal Bescheid wegen Alpine Cup moderieren. Oder red nochmal mit Kevin und Ishik. Dann können wir da bestimmt irgendwas finden. Und wir schreiben später. Absolut. Dann möchte ich mich mit den Worten verabschieden. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr schaut nächste Woche rein, wenn wir in Alpine Cup streamen. Verkaufte Tickets insgesamt haben wir 608. Also 608 verkaufte Tickets. Das heißt, es wird mega. Das größte Team-Event, was wir weltweit bis jetzt gehabt haben, in einem kompetitiven Rahmen. Geil. Und es gibt die Enthüllung des Warhammer-Jahres überhaupt. Sprich, am Samstagabend wird eine neue Ära eingeleitet und da hätten wir euch alle gerne dabei. Boah, also, jetzt hast du mich angefixt, noch mehr. Es wird richtig, 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 richtig episch. Also, ich kann es nur so sagen, wir transportieren, wir fangen Ostersonntag an zum Aufbauen. Krass. Wir hören Mittwoch 15 Uhr laut Plan auf. Es sind 31 Leute und 5 Firmen in den Aufbau beteiligt. Es sind 22 Tonnen Zubehör, was in die Location gebracht werden. 22 Tonnen. Tonnen. Wahnsinn. Okay. Also wirklich. Ah, ich weiß noch, was auch da Teil von ist. Aber ja, geil. Sehr schön. Ja. Herzlichen Dank, Manu. Herzlichen Dank, Adi. Mhm. Wir sehen uns und ja. Herr Bittermann, bis Mittwoch. Genau. Ja, wir sehen uns auch sehr bald wieder. Mach's gut. Bis später, Kev. Danke dir. Ciao. Danke für den Stream. Danke, Jungs. Danke, Meli. Ciao. So, Leute, keine Sorge, es wird weitergehen. Seht ihr, ich muss die Kamera nur kurz umbauen. Du kannst ja kurz irgendwie mit dem Chat was. Ich glaube, nämlich der Thomas hat gerade was geschrieben. Er hat gefragt, wo du mitspielst. Wo ich mitspiele? Mhm. Das hat er gefragt. Okay. Ja, Adrian, wo spielst du mit? Soweit ich das hier lesen kann. Wenn ich lesen kann. Ja, okay, das ist natürlich kacke, dass das jetzt eine Frage an mich ist, während ich jetzt hier, ich Legastheniker muss jetzt hier... Ja, also ich kann ja einfach mal weitermachen. Wir wollten über Top-Fraktionen sprechen. Ja. Hast da auch ein bisschen was vorbereitet, ein paar tolle Folien. Ja. Und den Anfang hatten wir gemacht mit Hypercrypt. Ja, genau. Und ja, da hatten wir, glaube ich, am Anfang schon angefangen, drüber zu reden. Was Hypercrypt gerade oder allgemein ganz gut macht, sind auf jeden Fall die Teleportations-Shenanigans. Tatsächlich auch mit Builds, wo relativ guter Beschuss dann auch bei rumkommt, mit dann entweder Doomsday-Arcs oder Monolithen, variable Anzahl oder auch Tesseract Vaults. Das sind so primär die Beschlusseinheiten, die sich dann mit dem Silent King irgendwo hinstellen, 1er Hit- und Wound Rerolls absahnen und dann einfach Sachen löschen. Und das Ganze kann man dann garnieren mit Ketans, die dann sich defensiv irgendwo hinstellen sollen oder anderen Mission Pieces wie Flayed Ones für Infiltrate oder Deathmarks für einen Deep Strike, Warriors und Immortals für Einheiten, die sich nach der Teleportation dann auch noch bewegen mit Plasmanten, mit Chronomanten zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Einheiten, die theoretisch Sinn machen und auch unterschiedliche Builds. Ist jetzt nicht so wie bei Canoptic, dass man sagt, ich weiß gar nicht, was das kostet, aber jetzt irgendwie 600 bis 800 Punkte der Liste sind fix. In Form von 18 Wraith plus 3x Technomancer oder so. Und dann vielleicht noch 3 Doomstalker und dann... das ist bei Hypercrypt auf jeden Fall ganz anders. Da hat man viel mehr Varianz und auch Möglichkeiten, sich da irgendwie eine Liste zu bauen. Genau. Nee, super. Bin ich ganz bei dir. Danke fürs Übernehmen.
an Thomas. Also, wo werde ich mitspielen? Wenn ich mitspielen sollte, bin ich Springer bei Team Zugzwang. Das ist aber, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, weil die doch alle da sein werden. Wenn nicht, wäre es aber auch geil, weil ich dann quasi die Kustodes übernehmen würde. Das ist für mich ein kurzer Weg. Wenn aber alles klappt sollte, dann werde ich das moderieren mit Wargames Live. Das wäre natürlich auch cool. Deswegen ja, schauen wir mal, wie das ist. Also das wäre auch nochmal eine geile Erfahrung, das zu machen. Genau. Mhm. Basti, Wusa ist auf jeden Fall auch schon los. Mach's gut. Und jetzt habe ich im Chat nur gelesen, dass Wargame Vision Austria geschrieben hat. Ich dachte hier so ratatatata. Aber das sind einfach Austria-Flaggen, ne? Genau. So. Ansonsten, genau, um die Frage von Thomas auch auszuführen. Manu, spielst du mit Grisha im Team Germany oder was? Ja, so okay. Genau, das ist das. Dann haben wir Lim da sowieso als Event-Organisatoren. Und die anderen, ich weiß nicht, ist sonst noch jemand von uns da? Matthias glaube ich nicht, Bell auch nicht, meine ich jetzt, ne? Nee. Nee, okay. Nicht so. Nee, passt. Gut, wieder zum Thema, Leute. Der Manu hat euch ein bisschen gesagt, was alles in den Listen drin ist, etc. Jetzt vielleicht auch so ein bisschen Stärken, Schwächen. Warum sind sie stark? Also Hypercrypt super mobil, wie Grey Knights auch, haben das Movement, können gut die Mission spielen. Man kann entweder mit denen, wenn man will, fix spielen, aber sogar, glaube ich, noch besser Tactical. Mhm. Von den Builds, die man jetzt aktuell sieht, das heißt, wir reden irgendwie von den Monolithen, wir reden von Doomsday Arcs, wir reden vielleicht von ein bisschen Zitans und hier und da, ist es einfach so, dass die relativ swingy sind, ne? Weil da viele V6 Blastwaffen dabei sind, die können nach oben abgehen, können aber auch wenig machen. Und deswegen ist aber ganz gut, dass sie da eher nach oben hin mehr machen können, anstatt dass sie nach unten was machen. Also diese Swinginess geht nach oben. Und Stärken von denen sind auf jeden Fall auch Stat-Checks, weil was meinen wir mit Stat-Checks, wenn man ein gewisses Konzept dahinstellt und du hast mit deiner Armee einfach nicht die Mittel oder die Werkzeuge dagegen. Ein Stat-Check kann sein, Monolithen, einfach zu groß, vier Retter drin, zu viele, man kommt einfach denen nicht bei. Und Zitans ist für viele Fraktionen nach wie vor einfach sehr, sehr schwer zu shiften, sehr, sehr schwer zu besiegen. Das sind, glaube ich, Stärken von den, sag ich mal, Hypercrypt-Necrons. Hast du da noch was hinzuzufügen, Manu? Vielleicht nur nochmal allgemein, was ein Stat-Check sein kann. Also die üblichsten Attribute, auf die man da achtet, sind Toughness zum Beispiel. Also dass man sehr viele Fahrzeuge spielt. Oder auch ein guter Rüstungswurf. Im besten Fall dann auch mit Zugriff auf Armor of Contempt oder solche Effekte. Also dass der Gegner nicht genug Durchschlag mitbringt. Und dann noch Horde. Also dass man mehr Modelle hat als der Gegner Schuss im Prinzip. Also ich finde Hypercrypt, genau, da mache ich da vielleicht mal kurz meinen Eindruck hier an der Stelle. Ich finde, dass es, glaube ich, gar nicht so einfach zu spielen ist. Also ich persönlich habe da auch noch keine Erfahrung mit gemacht, aber als Gegner sieht es für mich immer so aus, als wären da schon ziemlich viele Punkte in Schaden und ziemlich wenig Mission Pieces oder sagen wir mal sehr übersichtliche Anzahl an Mission Pieces. Und ich glaube, der Necron muss das auf jeden Fall gut spielen, um zu wissen, wann er welche Einheiten wegtraden kann. Und vor allem, dass er darauf achtet, auch seine scornten Einheiten nicht zu schnell zu verlieren. Gerade im Matchup jetzt gegen Grey Knights zum Beispiel, wenn er da halt nicht aufpasst, dann verliert er halt in einer Runde quasi alle seine kleinen Einheiten. Und dann muss er halt große Einheiten benutzen, um irgendwelche Actions dann machen zu können. Ja. Ich glaube, das spielt auch gut rein in die Schwächen dann, ne? Was man so sagen kann. Also wirklich Counterbewegung zu machen oder gezielte Konter zu machen. Das ist, werden wir auch gleich bei Wotan sehen zum Beispiel. Immer auf so die schwachen Einheiten gehen, zum Teil auch mit teuren Einheiten. Wenn du aber da direkt ein, zwei schwächere Einheiten, weichere Einheiten rausnehmen kannst und er nur noch mit den dicken Sachen da ist, dann ist es irgendwann blöd, weil die können nicht alles machen, ne? Genau, er kann nicht Action machen und Schaden. Er kann dann irgendwann auch nicht mehr screenen. Und vor allem auch die großen Einheiten, die können halt trotzdem immer nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Also lass es ein Monolithen sein oder einen Mortarion. Also die sehen vielleicht groß und gefährlich aus, aber am Ende stehen die halt auf einem Marker. Genau. Und wenn man halt am Ende des Spiels ein Mortarion gegenüber sieht und man selber hat irgendwie 10 Einheiten, sagen wir mal für 2 Züge, selbst wenn er sich jede Runde 2 Einheiten holt, hat man trotzdem am Ende noch genug Einheiten auf genug Markern stehen, dass es quasi irrelevant ist. Ja. Auf jeden Fall. Und dass ihr einen Monolithen ausscreenen könnt, das trauen wir euch schon zu. Das macht ihr auf jeden Kann Fall. Kann ich vielleicht auch noch kurz den Tipp geben? Bitte. Ein Monolith ist genau 6 Zoll breit wie lang. Mhm. Selbst wenn der in 3 Zoll schockt, ist es quasi nichts anderes als einen 9 Zoll Deep Strike zu screenen. Nur
weil man da vielleicht auch manchmal, hier und da ist es ja auch korrekt, sich dann überlegt, ich kann das ja eh nicht screenen, weil 3 Zoll und so, also gerade auch den Monolithen, das ist trotzdem auf jeden Fall machbar. Sehr, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Einfach wie 9 Zoll ausscreenen, super. Dazu noch, Ignore Modifier, immer gut, vor allem gegen Titan, super wichtig. Dice-Manipulation, seid ihr Sisters oder Elder-Spieler und habt Zugriff auf Fate-Dice, auf Miracle-Dice, immer geil, weil ihr dann halt die saftigen Waffen gut anbringen könnt. Und was auch immer sehr gut ist, ist Kadenz, und zwar in Form von Schaden 1, was irgendwie Auto-Wundet auf 6en oder auch Kadenz Devastating Wounds, sowas wie 1000 Suns haben das sowas zum Beispiel, oder Marines mit dem Stratagem bei dem Firestorm Detachment. Also damit könnt ihr sehr, sehr viel Schaden in dieser Liste machen. Das Örtliche schreibt jetzt auf deine Frage noch oder auf deine Aussage noch rein, Manu, wobei es in der Ecke dann noch einfacher als 9 Zoll wird. Das ist richtig. Meistens will der Monolith aber nicht so gerne in die Ecke, muss man sagen. Es sei denn, der bekommt einen krassen Winkel. Denn er sagt noch, die Diagonale ist ja mehr als die 6 Zoll der Kanten. Weißt du, was er meint? Ich habe nur eine Ahnung gerade. Es übersteigt gerade meine Vorstellungskraft. Mhm. Wenn der Monolith quasi in die Ecke schocken will, dann muss man nicht bis zur Ecke die 9 Zoll screenen, weil er ja quasi mit seiner 6x6 Quadrat quasi sich ja direkt in die Ecke reinstellt. Das heißt, man müsste dann von diesem 6x6 Quadrat ausgehend, das ist dann die Diagonale, die er meint, von dort aus dann diese 9 Zoll screen quasi. Okay, das macht Sinn. Also die Ecken screenen sich auf gut Deutsch leichter gegen den Monolithen, einfach weil er so groß ist, ja. Das macht Sinn, ja. Nee, vollkommen richtig, das Örtliche. Wir würden weitergehen, wenn ihr Fragen zu Necronstand habt, haut sie gerne nochmal rein, wir versuchen alles immer zu beantworten. Als nächstes habe ich rausgesucht, Leagues of Wotan, für mich wirklich sehr, sehr unangenehm zu bespielen, starke Fraktionen. Die haben seit dem Punkte-Drop, danach haben sie ein bisschen wieder raufbekommen, aber ich finde, die haben immer noch super viele Einheiten auf den Felds, immer noch krass. Ja. Und meines Erachtens die Chapter-Regel, aber kommen wir gleich nochmal zu, was die Stärken und Schwächen sind. Was sehen wir bei Leagues of Wotan? Das ist leider relativ, ich sehe nur zwei Richtungen aktuell auf Turnieren oftmals. Das eine ist, ich spiele 2 Land Fortresses plus X, da hast du Bikes auch dabei, da hast du Thermis dabei, die da rauskommen, Wound Rewards bekommen und so weiter und so fort. Oder ich gehe so ein bisschen wieder mehr auf Masse, das heißt Sagittaura Transporter mit Charakteren drin, mit Standardeinheiten drin, mit Berserkern drin, 4 bis 6 Stück. Bikes in irgendeiner Form, die sind nach wie vor super stark, super mobil, super wichtig auch. Und genau, den Rest habe ich schon erwähnt. Das ist das, was man eigentlich auch sieht. Und viel mehr haben die auch fast gar nicht an Einheiten, muss man auch sagen. Ich auch gerade sagen, genau. Quasi das Roster sieht man. Manche Sachen machen mehr Sinn als andere, meiner Meinung nach. Also gerade Bikes, gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe noch nie selber Wotan gespielt, aber hatte schon ein paar Wotan-Spieler sagen hören. Und es fühlt sich irgendwie auch, wenn man dagegen spielt, ein bisschen danach an, wenn die Bikes fehlen. Oder wenn die Wotan keine Bikes hätten, dann wären sie F-Tier. Das wäre dann auch direkt mein erster Tipp, wenn man dagegen spielt, dass man versucht, die schnellen, die mobileren Parts der Liste zu töten. Vielleicht auch noch die eigene Erfahrung, ich disrespekte eine Land Fortress immer maximal. In meinen Augen machen die selten was. Vielleicht spiele ich auch immer nur die richtigen Sachen dagegen. Heißt, ich versuche zuerst die Bikes zu töten und dann die Sagittaura, und die Land Fortress, die ignoriere ich meistens. Wotan lassen sich auch sehr, sehr gut Move blocken, weil sie sich A, wenig bewegen und B, auch kein Flykeyword in der Armee haben, außer eben die Bikes. Das heißt, die bleiben einfach auch vor so einem Scout mit einer Land Fortress mal stehen. Ja, genau. Wobei ich glaube, die Listen, die weiter oben spielen, werden keine Land Fortresses im Stand immer haben, weil das andere einfach weniger schlechte Matchups hat. Ne? Also da kommen wir jetzt auch nochmal, genau, erstmal schon mal generelles Assessment hier von Manu, unterschreibe ich 100%. Stärken ist einfach generell krass, wie wir schon gesagt haben, viele Modelle auf dem Tisch. Die haben 4 Marker, die sie am Anfang verteilen, also 4 Triple-Marker oder Doppelmarker, was sie aktuell haben, dass sie gegen 4 Einheiten plus 1 to Hit, plus 1 to Wound bekommen, und wenn sie die, je nachdem wann sie die töten, auch noch CP on top. Ich finde, diese Mechanik ist so brutal stark, weil die haben auch gute Stratagems, das heißt, die gehen da, wenn die es richtig machen, nie aus an CP. Das finde ich ein bisschen zu doll tatsächlich, weil sie auch viele Mechanismen haben, das während des Spiels zu beeinflussen. Ne? Deine Einheit auf dem Marker hat jetzt einen Token mehr, du hast einen getötet, du kriegst jetzt einen Token und so, weißt du, was ich meine? Also ja, das ist schon krass. Brutale Kadenz, ja, bitte.
weil die Token ja das eine sind. Natürlich sind dann die Waffen auch noch ausschlaggebend, wo dann dieser Effekt drauf triggert, in Anführungszeichen. Und da ist es halt schon so, dass sie einige Waffen haben, die halt mittlere bis hohe Stärke haben, was dann halt mit dem Modifier plus 1 to Wound in vielen Fällen auch bedeutet, dass sie halt tatsächlich auf die 2 treffen oder auf die 3 und dann aber auch auf die 2 Wunden. Was ziemlich ekelhaft ist, ja. Genau, und dann ohne Cover und so, da reicht dann auch minus 1 Genau. für sehr viel Schaden. Searchlight und so, minus 1, 2 Schaden, richtig viel davon, ja. Genau, also die haben brutale Schusskadenz, super Mobilität mit den Bikes wohl gemerkt, aber auch mit den Sagittaura, weil die müssen nicht immer nur Schaden machen, die können auch rumfahren, nerven. So ein komisches Profil da mit Toughness 10, 9 Wunden, voll undankbar. Wenn sie es umdrehen würden, wäre es ein ganz anderer Modus tatsächlich. Genau, Thomas hat eben zu eben noch geschrieben, der Mono kann auch frontal deep striken und durch Towering gute Winkel bekommen. Auf jeden Fall auch. Klar. Was er dann am Ende des Tages macht, ist auch ein bisschen swingy. Der kann halt auch sehr viel machen, der kann aber dadurch, wenn du auch Cover bekommst, auch vielleicht gar nicht mal so viel machen. Genau, Schwächen. Vielleicht von den Votern, damit ihr dagegen spielen könnt. Wenn ihr indirektes Feuer habt, alle Astra, vielleicht der eine oder andere Whirlwind oder was es da so draußen gibt und ihr die Bikes dementsprechend früh rausnehmen könnt, ist das super. Genauso wie mobiles Shooting. Wenn ihr da irgendwie Winkel drauf ziehen könnt, ist das richtig gut. Infiltrierendes Screening, das ist so, geht so ein bisschen in die Richtung, was ja auch der Manu gerade gesagt hat. Wenn ihr sie Move blocken könnt, also als Custodes kann man das wirklich nicht, weil man will selber nur bis zur Mitte. Und der Wotan will eigentlich auch nur bis zur Mitte und später dich quasi so ein bisschen overwhelmen, sag ich mal. Das heißt, wenn ihr günstige Einheiten habt, die ihr da sag ich mal, in die Wege stellen könnt, ist es gut. Das ist auf jeden Fall ein probates Mittel. Und was sie generell nicht mögen, außer die Berserker, sind halt tödliche Wunden, Death Wounds, Mortal Wounds, da haben sie eigentlich nichts gegen. Ja. Oder auch hoher Durchschlag, weil die ganze Armee oder ein Großteil der Armee tatsächlich auf ihrem Rüstungswurf sitzt. Stimmt, ja, tatsächlich, ja. Genau. Das zu Wotan, Leute. Ja, kurz und knackig. Wenn ihr dann noch weitere Anmerkungen, Fragen habt oder so, ja, Wotan wurden nicht ganz hoch geratet. Ich sehe es ein bisschen anders, wenn man sich die anderen Armeen aktuell anguckt und so. Ich finde, die sind einer der Top 3, 4, 5 Armeen aktuell im Meta. Vor allem in den Händen eines guten Spielers, vor allen Dingen aufgrund der Sachen, die sie können. Von daher rechnet mit diesem. Adeptus Custodes, Manu, haben wir jetzt hier an nächster Stelle. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, alles klar. Adeptus Custodes, hast du auch schon gespielt, tatsächlich auf einem Major? Ja. Ist natürlich eine Fraktion, die wir beide kennen, ne? Erst gestern Abend wieder tatsächlich habe ich sie gespielt im Warhammer Teamturnier. Spiele ich auch gerade Custodes. Ach geil, ich hätte gesehen, dass du da on warst. Ich hatte keine Zeit. Hast du es gewonnen? Habe ich gewonnen, ja. Sauber. Sauber. Bei Custodes, Leute, ja, die haben jetzt aktuell auch leider nur eher ein Konzept oder eine Richtung, die sie gehen können. Das ist relativ viel Infanterie. Manchmal vielleicht ein Panzer eingestreut, aber im Grunde genommen nur Infanterie. Man hat immer Trajan dabei, wegen Modifier ignorieren. Man hat in der Regel immer Blade Guard Champions dabei, weil Advanced und Charge einfach super ist. Man hat fast immer Wardens dabei, weil die super haltbar sind. Und natürlich auch die normalen Guardians. Ja, also da müsst ihr einfach mit viel Fußvolk Und was hat rechnen. man in Ja? jeder Todesliste immer dabei? Und wenn du das nicht hast, dann ändere das schleunigst. Also wer auch immer da draußen Ja. zuschaut, in jeder Todesliste Kyriadrax. Ja, klar, Kyriadrax. Ist die beste Todeseinheit in der Todesarmee. Da war echt der ein oder andere Spieler, der keine Kyria dabei hatte, ne? Ja, deswegen sagte ich, ändere Ja, das. das hatte ich Würfel die genie. mal aus. Würfel die mal aus Ich habe mit sie dabei Wundrioll gehabt. gegen Infanterie. Ich habe sie dabei gehabt. Und ich kann dir sagen, Manu, die hat alleine den Wotan Termitrupp rausgenommen. Da Ohne passieren Probleme. Dinge, die sollte das für 75 Punkte nicht dürfen. Aber Genau. sie darf. Genau. Die ist auf jeden Fall auch immer dabei, kann man euch sagen, genau. Und was sind die Stärken von Custodes? Für andere Nahkampfarmeen muss man einfach sagen, das Stratagem oder auch Trajans Fähigkeit Fight First, wenn sie auf dem Marker stehen. Trajan muss nicht auf Marker stehen, dafür ist aber super stark gegen alle Nahkampfarmeen, World Eater, Orks, auch Bulgwins, die da angelaufen kommen, oder, super unangenehm. Die haben extrem hohen Input. Also erstmal haben die selber schon gute Basic-Stats, Toughness 6, 3 Leben, dann Zweierhose, 4er Retter, 4er Phenopain gegen tödliche Wunden. Können einmal pro Spiel in einem Trupp wiederbeleben, können minus 1 Damage anmachen. Also ihr seht, die Defensive ist so gestackt, voller allem, was es eigentlich geht. Haben Advanced und Charge und sind defensiv auf jeden Fall sehr, sehr stark.
Habe ich noch was vergessen bei den Stärken, würdest du sagen, oder? Jein. Dass sie hohe OC-Werte haben, dass sie tatsächlich, obwohl sie auch den Anschein machen, eine relativ geradlinige Armee zu sein, dass es doch viele kleine Stolpersteine tatsächlich gibt und Custodes auch den ein oder anderen Movement-Trick beherrschen. Also wie du schon sagst, das Reviven von einem Modell, um den Charge zu verkürzen oder einen Marker zu flippen, weil dann irgendwie doch nochmal OC3 dazukommen. Das sind so Dinge. Oder aber auch die Heroic Intervention vom Blade Champion. Das hat tatsächlich im Warhammer-Spiel gestern einen riesen Unterschied gemacht, weil mein Gegner da dann mit seinen Space Wolves einfach einen Sequencing-Fehler von den Charges her gemacht hat. Um es vielleicht mal kurz zu erläutern, ich stand in den Mittelruinen, hier der Midfield-Marker, und hier stand meine Custodes-Unit und hier Logan Grimnar mit seinen bösen Donnerwölfen. Und hier hinter der Ruine waren meine beiden durch Ritual gelegten Marker so, und er greift meine Einheiten mit zwei Wolfeneinheiten an. Und die zweite Einheit beendet ihren Charge in 6 Zoll zu meiner Blade Champ Unit. Und dann werfe ich halt den 11 Zoll Charge mit der kostenlosen Counter Heroic und verschwinde hinter dieser Wand auf meine Marker zurück. Wodurch ich die Marker halte, weil Wolfen OC0 haben und Logan Grimnar auch dumm aus der Wäsche guckt, weil er nichts chargen kann. Und das war tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja, also da, bei denen, das viele sagen immer, die spielen sich einfach so runter, aber spätestens wenn ein guter Custodes-Spieler gegen einen mittelmäßigen spielt, werden die Unterschiede doch ersichtlich. Auch Ceaseless Hunter zum Beispiel, dieses Reactive Movement auf dem einen Modell. Bin ich kein Fan von, aber genau, ist glaube ich eine Philosophiefrage, aber es ist eine gute Sache. Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt einpacken, um die Punkte dafür zu bezahlen, aber wenn die Punkte frei sind, dann ist es halt bei Custodes oft auch so ein One-Way-Ticket dann, ne? Also dann kaufst du das halt. Hast du das Leute, Ich habe auch mit Manu noch ein Attentat vor. Wir werden bald so ein geiles Nahkampfvideo machen. Das wird auch nochmal alles zerstören. Weil ich genau weiß, dass du da richtig Spaß dran haben wirst. Das habe ich schon lange. Das Skript ist alles da. Wir müssen es nur bei Zeiten mal aufnehmen. Das wird auch richtig so ein Ding für die Ewigkeit sein. Da werden wir euch nochmal viele Tipps und Tricks zeigen, weil diese Edition doch mehr birgt, als man denkt. Man muss nur wissen, halt wie. Genau. Aber das zu anderer Stelle. Ansonsten das Wichtigste zu Custodes meiner Meinung nach ist Ressourcenmanagement und Timing. Also das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, weil Timing ja auch beim Ressourcenmanagement eine Rolle spielt. Gerade so Effekte wie Fight First auf einen Marker, Heroic intervenen und dann Fight First zünden, also Fight First und minus ein Damage sind ultra wichtige Effekte. Und der Feel No Pain von den Wardens. Und vor allem auch, wann der Moment ist, wann man mal dann den Go-Button drückt. Also viel Timing-Sachen und Ressourcenmanagement macht meiner Meinung nach oder ist das Wichtigste, wenn man Custodes erfolgreich pilotieren will. Genau. Was sind die Schwächen von Custodes? Wenn ihr viel Damage 3 oder 4 habt, immer richtig geil. Im Beschuss, im Nahkampf könnt ihr das sogar machen durch Fight on Death. Ihr schickt Berserker rein mit den Hämmern von den Wotan, die sterben, hauen zurück. Ist sehr, sehr schwierig für den Custodes, wenn er da jetzt die CP investiert, okay, aber kann er halt nicht immer. Bei Fight on Death sowieso nicht, weil das, glaube ich, out of phase ist. Genau, weil es nicht so gut, glaube ich, ja. Genau. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne Orks da reinhauen mit Nobs. Und wenn die halt sterben, machen die trotzdem dann Schaden 2 oder 1 mit ganz viel Kadenz. Das nimmt auf jeden Fall auch Leute raus. Oder auch World Eaters haben, glaube ich, auch Fight on Death. Ansonsten Waffenprofile im Fernkampf, die da gut reinschießen, mindestens AP 2 oder 3 haben und dann quasi dieses Profil erfüllen oder Cover nehmen. Das mögen so das auch nicht. Ignore Cover mit minus 1, mit ganz viel. Dann vielleicht noch sogar Death Guard, Anti-Infanterie, total unangenehm. Auf einmal haben die ganz viele Saves da. Und dann sterben nun mal auch die Custodes. Und jede Custodes-Einheit hat auch so einen gewissen Threshold, sagt man im Englischen, also einen gewissen Grenzwert. Wenn der überschritten wird, was sie an Verlusten bekommen, dann ist die Einheit mehr oder weniger unfunktional. Das heißt, ihr habt jetzt einen 4er-Warden-Trupp, 5er-Warden-Trupp als Beispiel, ist da nur noch einer, würde ich sagen, dann geht der auf 2, die machen halt kaum noch was mit dem Charakter. Danach könnt ihr sie gut abräumen. Na, hingegen, das umgekehrte Beispiel, ihr committet zu wenig da rein, ihr tötet nur einen, oder nur 2, also einer ist das Worst Case, weil sie dann wieder voll sind und noch Bewegung bekommen. 2 ist leider wahrscheinlich dann auch zu wenig, dann hättet ihr lieber woanders mehr konzentrieren sollen. Genau, also was Adrian damit meint ist, man hat ja als Custodes sehr begrenzte Einheiten, tatsächlich sind es meistens so 5 an der Zahl. Und in dem Moment, wo eine Einheit irgendwo steht, muss sie halt gewisse Aufgaben auch erfüllen können. Zum Beispiel, wenn da der Kevin mit seinem Predator rausfährt, dann sollte die Einheit, die da steht, eben auch damit umgehen können. Und in dem Moment, wo das halt nur noch 1 bis 2 Custodes sind, passiert sowas halt nicht mehr. Das heißt, man hat als Custodes dann an der Stelle keine Antwort mehr auf gewisse Probleme, die der Gegner einem machen kann.
Deswegen muss man als Custodes dann so eine Einheit quasi schon fast behandeln, als wäre sie nicht mehr da. Genau. Und als Custodes generell ist auch so, also für euch Custodes-Spieler da draußen, versucht euch, wenn ihr eh nur so wenig Einheiten zu haben habt, so wenig Einheiten zu haben, ja. So wenig Einheiten, das ist das Spielfeld hier, ja. Versucht nicht in jedem Spiel, in jedem Viertel zu spielen, das ist einfach nicht möglich, ja. Ihr habt so wenig Ressourcen, wenn ihr die aufteilt, ist immer direkt blöd. Genau. Das heißt, wenn ihr Gegner seid, versucht Flanken zu überlagern, die vollkommen zu kontrollieren, anstatt jede Einheit vom Custodes irgendwie anzugehen. Target Priority hier ist hier ganz klar das Ziel, ja? Genau, weil drei Einheiten Custodes werden nicht gelöscht, aber wenn halt in jeder Ecke quasi der Karte eine Einheit steht, dann fällt es dem Gegner halt viel, viel leichter, erst eine zu töten, dann die zweite, dann die dritte, weil man selber als Custodes ja auch eine, also abgesehen von den Blade Champions, eine relativ berechenbare Threat Range hat mit 18 Zoll, ohne den Revive. Genau, wenn ihr jetzt hier die X sind Custodes-Einheiten und ihr geht die auf verschiedensten Seiten einigermaßen an, können die einfach nicht mehr reagieren. Die sind dann einfach da gefangen an der Stelle, wo sie sind. Und das ist einfach unangenehm. Um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, der Best Case gegen einen Custodes, wenn jetzt hier an jedem Punkt des Kreuzes, also oben, unten, links, rechts ein Marker liegt und in der Mitte, dann läuft der Custodes im besten Fall auf den Mittelmarker und man selber steht auf dem Marker links und rechts davon. Genau. So, das heißt, wenn der Custodes steht genau mittig sozusagen. Oder in einer Flanke ist natürlich dann noch besser, wenn er dann noch länger braucht, um auf eine Flanke rüberzukommen. Aber man versucht immer quasi, ihn so etwas zu isolieren. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Also entweder bespielt ihr dieses Dreieck hier, ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Und wenn der Custodes hier oben noch was hat, schickt ihr noch was hin, dass er da nicht wegkommen kann. Ja? Dann habt ihr dieses Dreieck gesaved. Aber was der Manu meint und was unangenehmer für den Custodes ist, wenn er ein bisschen hier was macht, hier kontrolliert ihr, hier ist eure Heimatbase. Und der Custodes bleibt dann hier in der Mitte und muss sich entscheiden für eine Seite. Ihr macht aber beide Seiten für ihn unattraktiv. Und das ist der Punkt, wo er einfach dann nicht genau weiß, irgendwie. Oder auch nichts machen kann, muss man einfach so sagen. Das ist auseinandergezogen. Und die zweite Sache, das Auseinanderziehen ist, ihr habt jetzt hier, was viele auch machen, ich kann so schlecht malen mit der Maus. Das sind Custodes Bases, ja. Der Trupp ist maximal ausgestringt, 2 Zoll, müsst ihr euch mal vorstellen. Und wenn ihr den angreift, gibt es zwei Möglichkeiten, das werden wir euch aber auch nochmal zeigen. Entweder ihr schickt es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, okay, ich halte ein bisschen was aus und greife ihn nur von hier oben an. Das ist das simpelste Beispiel. Dann macht der hier vielleicht noch mit. Für den hier unten, für die drei unteren Kreise wird schon schwer zu fighten. Ja? Das heißt, der Schaden, den ihr bekommt, ist relativ überschaubar. Was noch besser ist, ihr habt irgendwie eine Einheit Nörglinge oder... Ja, Nörglinge sind mega, die machen noch minus 1 Tilt. Was noch besser ist, ihr habt eine Einheit so 5, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal Mandrakes oder so, ja? Und die greifen an und basen hier. Und dann kommt hier oben der Keil rein. Dann kriegt ihr nur einen Custodian ab und der Rest kann nichts machen. Auch wenn er Fight First hat, ist alles egal. Ja, How to Beat Custodes in der Nutshell. Genau. Also, wenn er schlecht steht, ergo seine Modelle nicht Base-to-Base zueinander stehen, kann man, wie Adrian hier jetzt gerade schon gesagt hat, Modelle mit anderen Einheiten wegbasen, bei deren Verlust man kein Problem damit hat, oder es sind dann irgendwie drei Einheiten und in jede Einheit schlägt nur noch ein Custodes, das heißt, es kommt allgemein einfach zu wenig Schaden bei rum. Oder man misst eben aus, wenn er zugestringt steht, schau mal hier, 3 Zoll hast du Pylon plus eine Base-Größe, wenn du jetzt außerhalb dieser 4 oder 5 Zoll stehst mit dem Modell, wenn ich dich hier an diesem anderen Modell base, dann kann dieses Modell so oder so nicht zuschlagen, weil du nicht rankommst. Und was auch noch eine sehr gute Möglichkeit ist, angenommen, wir haben jetzt ein Ritter, also ein Einzelmodell im besten Fall, das schießen und kämpfen kann, um jetzt den Fall mal zu erleichtern. Man hat jetzt einen Custodes-Squad, eine Reihe, so, und man schießt da drauf. Und dann allokiert der Custodes die Wunde, sagen wir mal, an dieses Modell. Und wenn man jetzt angreift, taggt man diese Einheit über genau dieses verwundete Modell. Es geht mit einem Ritter natürlich sehr gut, weil der muss dann theoretisch nur dieses eine Modell basen. Wenn die Einheit halt aus mehreren Modellen besteht, dann kann es schwieriger sein. Aber was jetzt dann passiert, wenn man auf diese Custodes-Einheit zuschlägt, ist, dass wenn da einer stirbt, es genau dieses Modell ist, über das man in Engagement Range steht. Und dann hat man nach dem Kampf die,
die Entscheidung, ey, ich habe genug getötet oder was auch immer, ich will da jetzt nachrücken, sodass er zuschlagen kann und dann gegebenenfalls auch peilen und was auch immer. Oder ich bleibe einfach stehen und dann schlägt er nicht mehr zurück. Ganz genau. Das werden wir euch auch nochmal veranschaulichen in dem besagten Video. Ich habe nochmal das andere Beispiel auch, weil Leute sagen, ja, Wardens sind immer so, die halten so viel aus, Vierer, Feel No Pain. Der Clou ist einfach, dass ihr diesen Feel No Pain so früh wie möglich rauszieht aus denen, ja? Ihr seid froh. Je früher der im Spiel ist, desto besser ist es für euch. Das heißt, da kann ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Und zwar zieht man den am besten so, dass man Guardians und Wardens gleichzeitig sieht. Das heißt, der Custodes muss den Feel No Pain eigentlich proaktiv anmachen. Das muss ja immer am Anfang der Phase passieren, weil er Angst haben muss, dass auf die Wardens geschossen wird. Und dann hat man im besten Fall aber ein alternatives Ziel, das eben kein Feel No Pain hat. Also es können Wardens sein, die das schon gemacht haben, oder Guardians. Und dann räumt man eben die weg. Genau, hast du meine Zeichnung gesehen, ne? Deswegen. Habe ich? Nee, also. Nee, echt nicht? Ich habe genau das hingezeichnet, dass man eine Einheit dahin bewegt, das ist der Pfeil. Du siehst die Wardens und die Guardians. Natürlich reicht es nicht, wenn ihr jetzt da 5 Kothunde hinbewegt und sagt, ja, okay, machst jetzt dann Feel No Pain an. Das muss schon eine Einheit sein, die auch ein bisschen Schaden austeilen kann. Und dann sagst du, okay, Feel No Pain ist raus, ich gehe aber auf die Guardians. Mhm. Ja, sorry fürs Vorwegnehmen. Ach, alles gut, nee, war super. Ich dachte, wir haben so eine geile Kombination. Hier dachte ich, krass, du kannst schon meine Gedanken lesen. Und der letzte Punkt ist Slows, also die auf die 4 plus minus 2 Advanced und Charge von den Berserkern indirekt. Ich meine, Elder haben sowas auch noch mit dem Nightspinner. Dann haben wir Thousand Suns mit dem Exalted. Dann haben wir Basilisken von Astra. Übrigens, kurz um die Frage zu beantworten, mit der Hauptgrund ist, lieber Herr Büttelmann, warum T-Suns gegen Custodes gewinnen. Weil wenn man da 2 Exalted Sorcerer dabei hat, man einfach zu quasi der halben Custodes-Armee sagen kann, auf eine 2+ machst du jetzt für einen Zug nichts und die andere Hälfte deiner Armee knöpfe ich mir jetzt vor. Ja. Genau, also stimmt, der hat hier noch geschrieben, geile Nuggets, na klar, wir hauen immer was raus, wir wollen, dass ihr alle besser werdet, wenn ihr auch Spaß daran habt, genau. Da hat Manu vollkommen recht, das ist das eine, das ist auch, glaube ich, schon das Endgameplay. Ich würde generell sagen, haben Thousand Suns alles, was Custodes nicht mögen. Sie haben Kadenz. Gutes Abwehrfeuer. Gutes Abwehrfeuer. Ignore Cover. Die haben mega gutes indirektes Feuer. Geisteskrankes indirektes Feuer mit Blast. Mit Schaden 3 und hast du nicht gesehen. Die haben Mortal Wounds. Die haben Rüster wegmachen. Eines der wichtigsten Sachen für Custodes, weil sie keinen Arm of Contempt haben, aber dafür eine 2er Hose. Also was quasi allen 1000 Suns Waffen AP3 verleiht, wenn der Custodes in Deckung steht. Also halt immer auf die 4 würfelt. Plus noch die Möglichkeit, dass wenn Custodes auf Marker stehen, geht der 1000 Suns noch mehr ab, weil er dann volle Wound Rerolls meistens hat. Also die Frage ist, wie gewinnt der Custodes gegen T-Suns, ist glaube ich eher die Frage, wie soll der Custodes irgendwie gegen T-Suns gewinnen, muss man einfach so sagen. Wenn du deinen Sequencing als 1000 Suns drin hast, wenn du deine Waffen alle hast, hat meines Erachtens der Custodes keine Chance. Weil das zum letzten Punkt auch... Ja, klar, fühle ich auch. Weil es zum letzten Punkt jetzt hier für mich auch geht, Custodes haben in der Regel keinen nennenswerten Beschuss. Ja, wenn die jetzt sagen, ich bin ein mutiger Custodes und ich habe einen Kaladius dabei, dann sagst du jetzt mit Magnus, ja komm mal mit dem Kaladius. 4 Schüsse, okay, muss erstmal alle Wunden, okay, 2 save ich schon ab, 1 blanke ich, was ist jetzt eigentlich hier los? So nach dem Motto, ne? Okay. Und der Rest der Custodes ist wirklich vom Beschuss her nur gefährlich für ein bisschen für Marines, aber ansonsten für Astra Boys und Girls und sowas in der Richtung. Ja, du wolltest was ergänzen, Manu, oder? Achso, ja, also es gibt schon Möglichkeiten, wie der Thousand Sun so ein Spiel verlieren kann. Zum Beispiel ein Rapid Ingress vom Custodes, der nicht gut gescreent ist und dann an der Stelle steht, wo der Thousand Sun keinen Schaden macht und dann irgendwie, weiß ich nicht, also Custodes haben schon die Möglichkeit, irgendwie 20, 30 Rubriks in einer Runde zu töten, wenn die schlecht stehen. Klar. Aber wenn der Thousand Sun die ihm gegebenen Mittel, nämlich erhabenes Movement auf jeden Fall und eben der Slow und Möglichkeiten, gut auch Schaden in den Custodes zu bekommen, richtig nutzt, dann ist das auf jeden Fall ein starkes Uphill-Battle für den Custodes. Auf jeden Fall. Genau. Also sich als Thousand Sun einfach 12 Zoll von den Custodes stellen zu können und zu sagen, ey, selbst wenn dein Blade Champion in einem Squad ist, du kommst einfach nicht ran, außer du machst einen Revive. Genau. Aber das ist einfach wirklich, also wenn man das mal auf der Platte gesehen hat, wie nah man da voreinander steht und der Custodes einfach nichts machen kann, das fühlt sich schon teilweise einfach dumm an. Das fühlt sich sehr dumm an. Und deswegen gehen wir jetzt auch weiter und gucken uns eine weitere Fraktion an, Space Marines. Haben wir heute schon, glaube ich, gut besprochen.
Ich wollte einfach hier, wir haben jetzt viel über die Fahrzeugliste heute gesprochen, deswegen werden wir da jetzt nicht mehr so viel drüber sprechen. Die wird man auf jeden Fall mehr sehen. Wir haben ja, jetzt hier noch. Bild. Erzähl doch mal. Jetzt haben wir hier nochmal, warte mal, Luisa. Oder man nimmt Magnus schnell aus dem Spiel, der trägt auch sehr das Spiel. Ja, aber ein guter Tausendspieler gibt dir Magnus nur in dem Turn, wo er ihn dir auch geben will. Und das ist immer ein Turn, das ist sein Go-To-Turn, wo du nichts mehr gegen Magnus machen kannst oder solltest. Oder du alles tust, um Magnus zu killen, aber dann ist der Rest der Tausendspieler da und killt dich. Also ein guter, ja, oder man steht so an der letzten Kante der Map, so wo der Custodes dann halt auch nichts mehr macht. Genau, also deswegen... Ja, und Magnus mit plus 1 Movement, Doppel-Movement, das ist einfach das Geisteskrank. Jetrobin schreibt mal. Zumal ja? Custodes ihn ja auch nicht mal unbedingt töten, der hat ja auch minus 1 Damage, glaube ich, also. Genau. Ja. Jetro schreibt noch, höhö, ich habe gerade Abführ-Battle verstanden, anstatt Uphill-Battle, ja. Hoffentlich passiert da Manu und mir heute Abend nichts mehr mit Abführen. Ich ja nicht, dann solltest du richtig zuhören. Genau. Ja, Space Marines. Ich wollte da noch nur sagen, ich glaube, was man jetzt noch echt viel mehr sieht, auch so im kompetitiven Bereich, abgesehen von Fahrzeuglisten, sind Blood Angels Listen. Ja. Oder, also auf der einen Seite Blood Angels Listen, da reden wir vor allem von den Charakteren, da haben wir Lematis mit Death Company, die dann einfach erstmal einen OC-Wert haben, durch ihn minus einen Damage haben. Und das ist er gibt denen auch plus eins Tund oder auch noch? Nein, das holen sie sich über Strat, aber Lethal Hits, glaube ich. Ja, so Lethal Hits und die haben halt immer Hit Rerolls wiederholen, haben alle Melter-Pistolen. Einfach eine geile, teure, aber geile Einheit. Ja. Und man sieht vermehrt Storm Ravens. Warum sieht man vermehrt Storm Ravens? A, weil die zum Beispiel solche Redemptors einen pro Flugzeug transportieren können. Auf einmal haben die ein ganz anderes Movement. Das ist richtig, finde ich interessant. Die ein können direkt Redemptor, auf. Furioso Dreadnoughts. Da ist der Spaß. Ja, da. Oder Redemptor zum Beispiel einfach. Ja, hatte jetzt Chris gerade, oder du, also das heißt, du kannst direkt auf dem Feld auch starten, alle Flieger müssen ja das in der Reserve starten, bei denen sagst du, nee, die hovern, und dann können sie sich 20 Zoll bewegen und dann können sie den Redemptor noch abwerfen. Schwupps, ist er auf einmal da, wo er vielleicht vorher sonst nicht wäre. Und dann brauchen wir euch ja nicht erzählen, mit den richtigen Warlord-Trades, mit noch irgendwie ein Tech Marine dabei, können die auf einmal ganz viel Schmu betreiben. Also glaube ich, dass man dahingehend wieder auch neue Sachen sehen können. Finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem, weil ich auch jetzt hier noch 2, 3 Storm Ravens rumfliegen habe. Ja. Die Wolves haben auch einen Dread, der so abgeht wie die BA, genau. Das ist nämlich der Murderfang. Das heißt, immer wenn du auf den schießt, darf er quasi fighten oder schießen. Das ist kämpfen oder schießen. Ah, okay. Du musst aufpassen, wenn du nämlich zum Beispiel 3,9 Zoll von ihm entfernt stehst, ja. Dann kann er einfach in deinen Nahkampf kommen und dich erstmal kleppen. Das ist. Kann ich dir was sagen, Adrian? Das reicht nicht mal. Weil sowohl Space Wolves als auch Blood Angels haben, glaube ich, ein Stratagem für 6 Zoll. Oder sie 6 Zoll, genau. Ja, stimmt. Einmal 6 Zoll kann er also dann. 7 Zoll. Stell dich mal 7 Zoll von diesem randalierenden Roboter weg. Ja, aber das ist ja das richtig Krasse, ne? Also, das hatte ich im Spiel gegen Max. Genau, da waren diese 6, 7 Zoll, war ich erstmal weg, hat er sich dann erstmal bewegt. Zack. Da war ein Nahkampf mit Scouts, hat die weggekleppt, meine ich. Nee, hat die nicht ganz weggekleppt. Hat die nicht mal ganz weggekleppt, so. Und dann kleppte sie weg. Und dann peilt er in den nächsten Nahkampf. Ja, genau, aber dann konnte ich ihn ja weiter beschießen, aber dann hat er die ganze Zeit auch diesen Zweier-Save mit, ne, also minus Arm of Contempt, alles hat dann da richtig alles abgesaved auf die vielen wie ein Weltmeister. Dann darf er ja jedes Mal wieder aktivieren. Scouts weggekleppt. Wieder drauf geschossen, wieder nicht gekillt, geht wieder weiter. Also das ist echt, hast du recht, das Örtliche, das ist ein wilder Typ. Genau. Death Company Dread, nicht Furioso, stimmt. Mhm. Ja, was gibt's noch für Space Marine Builds? Es gibt ja recht viele tatsächlich im Moment. Es gibt ja noch die gute Crusader-Spam-Liste und Black Templar Gladius. Das sind, glaube ich, gerade so. Und in Amerika sieht man jetzt hier ja nicht so häufig, aber habe ich von gehört die letzte Zeit, Dark Angels. Ja, grade, auf jeden Fall. Mit Storm Raids. Das war das, wo wir Chris jetzt gegen gespielt haben, weil du dann Azrael zum Beispiel dabei hast, der DCP gibt und. Also generell, was ist einfach die Stärken von Space Marines? Die sind extrem vielseitig, ist ja klar. Die haben viele Datasheets, die haben viele Chapter, die haben viele Stratagems, viele Enhancements. Das heißt, das ist wiederum cool an denen. Die sind nicht leicht zu spielen, die sind auch nicht irgendwie mit einem Bild auf einmal ganz oben, sondern man muss wirklich sich da reinschwitzen, muss üben, muss Wiederholung reinbekommen. Das heißt, man kann in viele Richtungen gehen. Ballern, fighten, ein bisschen von allem, wie man das möchte. Die haben in sich inhärente Datasheets, die sehr von der Ratio, zum Beispiel ein Destructor Predator,
kostet 130 Punkte, hat eine Hunter-Killer-Missile, hat da seine Destruktor-Kanone, eine Laser-Kanone, OC3, bewegt sich noch 10 Zoll und, Toughness 10 und 11 Leben. Ne? Also das ist schon gute, also die ist schon günstig, kann man sagen. Ne? Martin, Pile Raider, ich grüße dich auch, schön, dass du da bist. Dann, und sie haben einfach, genau, viele Datasheets, das sind so die größten Stärken, meine ich, der Space Marines im Allgemeinen. Ja. Und was sind vielleicht Schwächen, die sie generell haben? In der Regel Death Wounds, also tödliche Wunden, Mortal Wounds, haben sie nicht viel, außer jetzt gewisse Builds mal. Indirekt mögen die nicht, weil halt ein Space Marine am Ende des Tages, wenn man sich den Input anguckt, immer noch ein Space Marine ist, ne? Toughness 4, Dreier Hose. Space Marine ist das Maß aller Dinge, was Defensiven angeht, ja. Genau. Und die haben auch jetzt nicht die Super OC. Ne? Du kannst halt mal da irgendwie OC2 auf einem Intercessor haben oder so, aber die strotzen jetzt nicht, sag ich mal, vor OC. Ja. Ist halt, man spielt halt kaum Battleline als Space Marine gerade. Mhm. Das würde ich vielleicht auch noch zu den Stärken allgemein wollte ich noch ergänzen. Die Einheiten, die der Space Marine spielt, die sind meiner Meinung nach alle relativ spezialisiert mittlerweile. Aber dafür machen sie das, was sie machen sollen, sehr, sehr gut. Also wenn man sich da zum Beispiel den Gladiator Reaper anschaut oder einen Gladiator Lancer oder meinetwegen auch einen Land Raider Redeemer oder Inceptoren oder Scouts, das sind einfach alles ultra effiziente Arbeitspferde für die Aufgabe, für die man sie dabei hat. Ja, nee, auf jeden Fall. Also deswegen, Marines gibt es auch immer noch viel zu entdecken und so, ist eine sehr, sehr Allrounder-Faction, die werdet ihr auch immer sehen, nach wie vor. Es gibt da auf jeden Fall einige Möglichkeiten. So, Grey Knights, mein Lieber. Grey Knights sind die ganze Zeit da gewesen, weil es eine beliebte Fraktion ist, wenn man die einmal angemalt hat und das kann man in Grey oder Silber meistens tun. Dann hat man die auch erstmal angemalt und muss dann nur noch punktuell seine Armee so ein bisschen anpassen. Ähnlich deswegen, wie Custodes, ja. Ähnlich wie Custodes, genau. Und die haben am Datasheet vom Nemesis Dreadknight Chassis gearbeitet. Und zwar, dass die Hauptknifte jetzt geiler geworden ist, ne Manu? Ja, aber nicht nur das. Also sie haben der Hauptwaffe der Psykanone AP2 mit Diagonal Cover gegeben, was effektiv ein Buff von AP2 mehr war. Und das Nahkampfprofil, der Hammer, der trifft jetzt auch auf die 3. Hört sich so auf den ersten Moment nach gar nicht mal so viel an, aber ja, wenn man sich dann einfach so die Punkte anschaut und dann auch noch die Abilities von den normalen Nemesis-Rittern zum Beispiel, also Advance and Charge mit dem Detachment, mit der Detachment-Regel dann kombiniert, dass das immer flat 6 Zoll sind, dann sind es auf einmal schon ziemlich attraktive Gestalten, vor allem wenn man die dann auch mal so in den Vergleich zieht mit zum Beispiel einem Armiger. Und dann fällt einem auf, dass so ein Dreadknight schon sehr viele Vorteile bietet. Angefangen mit zum Beispiel einem 2er Safe oder einem 4er Retter. Oder Toughness 8, die man nicht mitbezahlt quasi, aber die in den meisten Fällen einfach keinen Unterschied macht. Außer irgendwie, man wird von Multimeltern beschossen oder so. Genau. Und Triple Libby immer noch brutal stark. Ist keine Attacke, ist eine Ability, die er in der Regel immer schafft. Und dann kriegt man irgendwie 2W3 Movos rein. Ne? Das ist schon, also das ist oder schon auch 6, 2W6. Ja. Liebe Grüße hier auch nochmal an Rob Rasputin. Der hat auf dem Firebug sein Lancer hatte nach 2 Librarians noch 10 Lebenspunkte. Ja, okay. Ja, war mit Ansage die 6 in die Doppel-6 und das macht dann halt schon betroffen. Also da guckt man auch selber als Grey Knight-Spieler blöd, was da dann passiert. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sowas passiert, als dass es quasi nicht passiert. Mani Chiba hatte laut Gunehammer noch eine interessante Liste. Weißt du, welche das ist? Ja, also interessant im Mani Chiba-Kontext, wie man das auch immer sehen mag. Also Props an ihn natürlich, aber die Listen sind schon immer sehr... Sehr eigen, sag ich mal. Sie sah folgendermaßen aus. Sehr, sehr kreativ. 3 Grandmaster Nemesis-Rüstung, 3 Ritter Nemesis-Rüstung, 3 Tech Marines und 3 Land Raider Redeemer. Und ich glaube, das war's schon. Ah, vielleicht noch 1 oder 2 Henchman-Units, aber ja. Oh, aber schön entspannt, weißt du, so 9 Einheiten nur. Kannst du richtig schön. Das ist so ein bisschen 40k-Wales. 3 Datasheets quasi. Librarians waren ihm auch zu langweilig. Er dachte sich so, nee, also lieber ein paar mehr Flammenwerfer und so. Ja. Ja, genau. Wie dem auch sei. Also, was sind die Stärken von Grey Knights? Hohe OC-Werte auf Thermis. Die haben Scoring. Die können immer wieder hoch. Können auf 3 Zoll ranschocken und. Haben halt die Bewegung dabei, ja. Mhm. Haben jetzt mittlerweile auch die Option, Wege anzugehen, weil die Knifte besser geworden ist, weil die Dreadknights wieder im Spiel sind mit Advanced Charge. Einfach super Profile. Genau, und auch etwas machen, ja.
Genau. Und das sind, also ja, haben die noch mehr Stärken? Da habe ich jetzt auch ein bisschen auf dich gehofft, weil du sowieso gerade in denen drin Ja, bist. klar, genau. Also ich kann da gerne mal ein bisschen ausholen. Also Grey Knights spielen sich, wenn man das gut macht, in Anführungszeichen, fühlt sich das für den Gegner an, als würde er gegen Eldar spielen, weil er einfach sehr wenig Möglichkeiten hat, Zugriff auf die Armee zu bekommen. Bei mir sieht ein Grey Knight-Spiel meist so aus, dass ich die ersten ein, zwei Runden versuche, dem Gegner seinen Screen zu töten, durch Plays, die er nicht bestrafen kann. Zum Beispiel 3 Zoll Deep Strike mit Purifiern, die dann so stehen, dass er auf keinen Marker laufen kann, ohne 9 Zoll zu ihnen zu kommen, was er dann quasi machen muss eigentlich, außer er spielt das Spiel nicht mehr und dann ist die Einheit wieder weg. Oder auch der Grandmaster zum Beispiel mit dem Sigil, der sich dann irgendwo hinstellt. Also das Sigil sagt, dass ich ihn teleportieren kann, wenn er beschossen wird. Und das macht ihn halt zu einem ultra geilen Tool, um Screen zu töten, ohne dass der Gegner mich dafür bestrafen kann, weil solange ich ihn weit genug von jeder Nahkampf-Threat wegstelle, bleibt dem Gegner quasi nichts anderes übrig, als da drauf zu schießen. Und das hat dann auch gleichzeitig noch den guten Effekt, dass er da auch wirklich genug Beschuss hinkarren muss, weil wenn es zu wenig ist, kann ich da auch einfach stehen bleiben und laufe ihm dann entgegen in der Runde danach und greife ihn an. Also sehr viele Brain-Plays bei Grey Knights. So, wenn man dagegen spielt, würde ich einfach als Tipp geben, so viel Raum versuchen einzunehmen wie möglich, den 3 Zoll Deep Strike auf dem Schirm zu haben, also die Marker dagegen abzuschirmen. Seine Einheiten, also was ich als Grey Knight sehr gerne mache, ist Einheiten zu erschießen aus Winkeln, wo der Gegner danach nicht mehr reinkommt, weil er entweder das Movement nicht hat oder weil ich da eine Einheit hinstelle, die zum Beispiel über den 3 Zoll Shock dahin kommt oder es sind Interceptor, die sich 18 Zoll bewegen. Doppelt eure Einheiten. Also wenn irgendwo eine Einheit steht, wo der Grey Knight einen Winkel drauf ziehen könnte, dann steht die Einheit, die das bestrafen soll, direkt dahinter, so dass sie sich ohne zu bewegen zurückschießen kann. Also vor allem auch die Bewegung ist eben das Wichtige, weil gerade auch mit dem 3 Zoll Deep Strike kann man sich quasi so ultra nah an den Gladiator Reaper stellen zum Beispiel, um da Screen wegzuschießen. Aber in dem Moment, wo der Reaper dann um die Ecke fahren will, um zurückzuschießen, steht er in 9 Zoll und ich bin nicht mehr da. Genau. Genau, also solche Plays gilt es zu vermeiden. Und wenn der Grey Knight auch wegspringen kann, so versucht man das dann an möglichst vielen Stellen zu forcen. Also da ist dann natürlich auch die Reihenfolge wichtig, welche Einheit man in welcher Reihenfolge bewegt, um ihm das Wegspringen so schwer wie möglich zu machen. Und einfach an drei Stellen dann anzugreifen. Dann kann er zwar an einer wegspringen, aber an den anderen zwei halt nicht. Genau, ich habe das hier nochmal aufgezeichnet. Ihr habt zwei Grey Knight-Einheiten versucht, äquidistant zu beiden hinzugehen. Und dann, wenn ihr euch bewegt habt, fragt ihr so, willst du springen? Ja, dann sagt er die eine, klar, okay, gehe ich auf die andere. Das ist jetzt zum Beispiel die Nummer 1-Regel für Nahkämpfer. Noch besser, was der Manu auch gerade meint, ist das Sequencing ist super wichtig. Ihr habt jetzt hier eine Grey Knight-Einheit. Hier ist eine Grey Knight-Einheit. Die Grey Knight-Einheit ist hier mit einer Einheit von euch im Nahkampf. Hier. Und ihr wollt eigentlich aus dem Nahkampf raus und ihr wollt eine andere reinschicken, ja? Dann geht ihr zuerst mit der Einheit, die im Nahkampf soll, hier hin. Solange er im Nahkampf ist, kann er sich nicht bewegen, wegspringen, was auch immer. Richtig, genau. Und dann geht die andere raus. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn ihr das nur im Kopf habt, sagt das den Gegner vorher schon mal, dann habt ihr schon mal vom Intent gesagt. Und geht nicht raus und sagt, oh ja, ich wollte doch irgendwie so. Nein, immer vorher euren Plan formulieren. Dann kriegt ihr das auch sauber durch. Damit kommen wir auch zu Sachen, die Grainers so ein bisschen nicht mögen. Das ist sowas wie im Nahkampf gebunden sein. Das können Fahrzeuge sein, das können taffe Einheiten sein, was auch immer, weil sie dann einfach erstmal nicht wegkommen. Screen, Eine bitte. Ausnahme, Nemesis Ritter, der hat nämlich Fallback Shoot in Charge. Okay, Dem schenkt Schaden. genau, mit Ausnahme des Nemesis Dreadnoughts. Auf jeden Fall, der nicht. Der Grand Nemesis Dreadnought wiederum schon, ja, den könnt ihr ruhig im Nahkampf binden. Dann, Screening hat er genau gesagt, Feld einnehmen. Wichtig ist, wenn ihr Einheiten habt, die eine Terminator-Base-Größe haben, schön in die Mitte von einem Marker stellen. Genau, also komplett in den Ring in der Mitte von unseren 9 Kings of the Hill-Markern. Da kann man das besonders gut machen übrigens. Denn so kann er nicht auf 3 Zoll ranschocken. Das ist nämlich eine ähnliche Taktik, die er auch bei den Gene-Stealern anwendet. Ja, das könnt ihr hier schon mal mitnehmen. Das sind so Sachen, die sie nicht mögen. Generell ist es einfach nicht leicht, gegen Grey Knights zu spielen. Ein guter Grey Knight-Spieler hat immer viele Optionen. Es ist viel auch mit deinem eigenen Kopf, dass man immer fragt, oh, wenn ich jetzt dahin gehe, dann könntest du das. Da müsst ihr viel kommunizieren, das ist wichtig, damit ihr nicht in Gotchas lauft oder damit er euch auch nicht in Gotchas laufen lassen kann, weil selbst wenn er euch etwas sagt und ihr habt es noch nicht richtig verstanden, hat man das nicht immer gleich drauf. Und deswegen muss man viel kommunizieren, damit es ein cooles Spiel einfach wird und beide da genau wissen, so ein bisschen, was sie tun. Und beim Grey Knights dreht sich das Spiel tatsächlich für einen selbst ein bisschen um. Normalerweise hat man Schockstäbe,
oder misst 9 Zoll aus, wenn man den Gegner noch nicht vor sich stehen hat, dass er das nicht hinstellt. Und beim Grey Knight ist es genau umgedreht. Da legt man sich die Stäbe an die Modelle, die irgendwo auf der Platte stehen, und versucht sich da nicht reinzubewegen, wenn man das nicht will. Ganz genau. Genau, das zu Grey Knights, Leute. Wenn ihr da noch Fragen habt, haut sie in den Chat. Ich guck mal, haben wir noch mehr für euch hier heute? Ja, Drukhari, ja, da weiß ich echt kaum was drüber. Manu, boah, ich werde auch. Also ich kann mal probieren, ein bisschen was zu erzählen. Also was macht Drukhari gerade so gut? Grob gesagt, spielen sie sich so, wie sich Harlekine spielen sollten. Mhm. Oder wie sich Harlekine gespielt haben. Es dreht sich sehr viel um die Transporter, die zum einen erstmal natürlich Schutz bieten für die Drukhari, also erstmal durch die Stats an sich, aber sie haben auch zum Beispiel dieses reaktive Movement auf Transportern, also wenn man in 9 Zoll läuft, dann bewegt er sich für 6. Auf der anderen Seite dreht sich aber dann auch ziemlich viel ihres offensiven Plays um Transporter, weil die natürlich dann irgendwo hinfliegen, die Einheiten, die da drin sitzen, aussteigen, schießen, und das tun sie tatsächlich auch relativ gut, weil man mit Venoms ja dann auch die Kavaliten-Squads teilen kann, und dann packt man halt die 5 Spezialwaffen oder was weiß ich, wie viele das sind, packt man dann halt in eine Venom, die dann halt besonders grimmig rumschießt. Das gleiche kann man mit Raidern machen, theoretisch. Und das gleiche funktioniert eben auch mit Nahkampf, weil Dark Elder nämlich dann auch das Stratagem haben, glaube ich, dass die Einheit, nachdem der Transporter sich bewegt hat, chargen darf. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege. Und dann aber auch am Ende der Fight Phase wieder in den Transporter zurückspringen darf. Was einfach es dem Gegner sehr schwer macht, damit zu interagieren. Genau, es kam ja jetzt dieses Sky Splitter Assault Detachment raus von GW, also echt krass, dass sie einfach mal so ein Detachment raushauen, fand ich aber cool. Das halt, wie der Name schon sagt, auch viele Fahrzeuge beinhaltet. Man sieht viele Inkubi, weil die halt durch gewisse Mechanismen wie Hit und Wound Rerolls mit, glaube ich, -3 und Schaden 2 und 3 da sehr viel Schaden machen können. Und wenn sie quasi etwas getötet haben und der Transporter ist nahe, dann können die wieder einsteigen. Venoms günstig, klein, nervig, gut zu verstecken. Raider auch aus dem Transporter raus Dinge machen und Ravager, um einfach Palanzen auch drin zu haben. Ja. Genau. Das ist auch gleichzeitig deren Stärke und Schwächen, was ich bisher so gesehen habe, ist, die haben halt diese Pain-Token, die sie immer einsetzen können, um zum Beispiel, glaube ich, Hit-Rewards auf Fahrzeugen zu haben oder. Da kann man, glaube ich, ein bisschen auch immer ein Auge drauf haben, wie viele Pain-Token hat der Gegner. Die sind super schnell, haben ein paar Gotchas, worüber wir gerade geredet haben. Die haben auch so Sachen wie, da müsst ihr auch aufpassen, kein Abwehrfeuer, da gibt es so einen Waller-Trade. Das heißt, könnt ihr aber mal fragen, wo die sind. Da dann schauen eure Flamer dann leider ins Leere. Ja? Was macht vielleicht Drukhari so ein bisschen nicht, dass sie gleich alles gewinnen zum Auto-Win? Der Beschuss ist nach wie vor swingy. Wenn du mit Lanzen schießt, schießt du mit Lanzen. Die können in Rettern hängen bleiben, können man nicht treffen, können man nicht wunden. Das kann alles passieren. Sobald ihr Dinge sehen könnt, sobald ihr auf Dinge schießen könnt, ist es immer noch so, dass die nicht viel aushalten. Das heißt, ihr kriegt die Dinger auf, ihr kriegt die Sachen auch tot, wenn ihr Zugriff drauf bekommt. Und gewisse Stat-Checks, gewisse Konzepte können Drukhari auch einfach nicht gut bedienen. Ja, also ich glaube, viele Fahrzeuge, sage ich jetzt einfach mal so, zum Beispiel die Liste von Kevin, ist, glaube ich, nicht so ein geiles Matchup für Drukhari. Kommt auf die Lanzenanzahl an, aber ja. Genau, sagen wir mal von, ja, selbst 10 bis 14 Lanzen sind nicht genug für Kevins Sister, glaube ich nicht. Mit Armor of Contempt und so weiter und so fort. Genau. Das vielleicht so als Übersicht von uns so zu Drukhari. Wenn du noch was hinzuzufügen hast, Manu, sehr gerne. Ich bin hier ein bisschen dünn aufgestellt, muss ich sagen. Nö, also im Prinzip Einheiten, die aus Transportern springen und auf einen schießen oder auch einen chargen und dann wieder zurückspringen. Scourges, die Shoot-Move haben. Relativ viele Einheiten, meines Empfindens nach. Genau, und Schocken auch. Relativ viele Einheiten, die aber auch relativ glaskanonisch sind. Also so eine Venom hat 6 Lebenspunkte. So ein Nemesis-Ritter-Tank schockt das Ding einfach kaputt. ja, aber so viel Erfahrung habe ich da jetzt tatsächlich leider auch noch nicht dagegen. Genau, aber ihr werdet die sehen. Und die sind auf jeden Fall wieder stark genug, um so ein bisschen um mitzuspielen, auf jeden Fall. Ich glaube, der Schwatten hat jetzt auch den dritten gemacht mit 6-0 beim Firepark. Also cool, dass sie wieder zurück sind, weil die waren vorher am unteren Ende der Nahrungskette. Das war ein bisschen schade. Death Guard, ja, da kennt sich doch wieder aus. Super, super stark und immer schon eine beliebte Fraktion, muss man einfach sagen. Ich finde die auch... seit der 8. Ich finde die auch geil nach wie vor. Also man sieht, aktuell gibt es, glaube ich, so 2 Konzeptrichtungen. Die eine ist so ein bisschen Rhinos, Plague Marines, die HQs mit Granaten dabei und dann halt Brigands, vielleicht noch ein PBC oder auch nicht.
Und das andere ist dann so Plague Bear Scrawler mit Morty und noch ein paar andere Sachen. Termis hast du mir auch mal sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt. Das sind so die Konzeptrichtungen, die es geht. Habe ich was Gravierendes da vergessen? Nö. Okay, dann sag doch mal, warum die stark sind. Also, ich kann primär über den Plague Marine Build sprechen, weil ich den auch einfach stärker finde und da auch wesentlich mehr Erfahrung drin habe. Also die indirekten Builds, Mortarion habe ich noch gar nicht gespielt. Und Plague Bear Scrawler zwar schon, aber jetzt ohne den ganzen Support mit Lord of Virulence zum Beispiel und was man da noch so alles machen kann. Plague Marines sind einfach eine ultra stabile Einheit für das, was sie kosten. Sowohl was, ja gut, also Input, sie sind halt Marines mit Toughness 5, mit Zugriff auf minus 1 Schaden im Nahkampf und noch minus Hit-Modifiern oder so. Aber ihr Output ist einfach richtig gut, wenn man da die Charakter anschließt. Auf die 5 plus Critical Hits mit im Beschluss Smeltern zum Beispiel, die dann auch direkt verwunden. Das macht sich sehr bemerkbar, wenn man auf Fahrzeuge schießt, die man normalerweise auf die 5 verwunden würde, die man dann auf die 5 to hit bereits automatisch verwundet. Und dann aber auch im Nahkampf kommt da noch ziemlich viel bei rum. Und das Ganze wird dann halt so richtig geskyrocketed dann einfach durch die Contagions, die sie haben. Die entweder, also die eine schwächt den Gegner immer durch minus 1 Toughness, was auch sehr, sehr viele witzige Sweet-Spots entstehen lässt. Dass man zum Beispiel viele Infanterie auf Toughness 3 gedrückt bekommt oder so. Oder auch, weiß ich nicht. Ja, also minus 1 Toughness ist auf jeden Fall einfach ein starker Effekt. Aber der zweite Effekt der Contagion ist fast noch erwähnenswerter, nämlich minus 1 auf den Save oder minus 1 to Hit. Das sind so die beiden, die man am meisten sieht. Oder minus 1 OC. Genau, oder minus 1 OC gibt es auch noch. Und die tatsächlich je nach Gegner unterschiedlich benutzt werden. Also gegen Space Marines zum Beispiel macht halt minus 1 auf dem Save einfach unglaublich viel Spaß, weil Death Guard so AP2 Waffen hat, diese für 1 CP dann sogar noch um 1 AP höher buffen könnte, aber dann eben Contagion Range dann eben auf richtig schöne AP-Werte kommt. Also so ein Melter, der schießt halt mit AP5. Ja. Und das gefällt einem Predator nicht. Selbst wenn der in Deckung steht, hat er einfach kein Safe mehr. Und das hat der Adrian dann auch mal gemerkt, wenn man dann da so einen Brigand stehen hat, der eben dann auch von dieser Contagion profitiert, weil er nicht selber davon profitiert, sondern der Gegner verschlechtert wird. Der hat 2 Schuss mit so einem Melter und den Slowdice man dann halt in so einen Rhino-Chassis rein, quasi, so 3+, und dann direkt den Woundroll, 3+, und dann den anderen auch. Und dann braucht man auf beiden Würfeln in Melter-Reichweite eine 4. Und dann ist das Fahrzeug einfach tot. Und das passiert. Genau, ich habe es mal so zusammengefasst. Also insgesamt, finde ich, haben die einen überraschend guten Beschuss, weil die Brigands haben so ein bisschen dieses Heavy-Feuer, also die Chaos Knights, für die alle, die nicht wissen, was Brigands sind. Dann haben die immer viele Flamer dabei, mit Cover Ignore, mit Stärke 7, 8, minus 2, 2, sowas um den Dreh. Können doppelt Granaten werfen, das zähle ich auch in den Beschuss rein. Also viele tödliche Wunden, die dabei rumkommen können. Und dann noch ein bisschen gekniffle. Also, und plus noch die Option auf indirektes Feuer. Ja, das ist einfach gegen einige Armeen immer noch richtig geil. Auch je nach Mission ist es einfach richtig cool, auch wenn ihr zum Beispiel Purge the Foe habt, Kill More, Hold More. Ihr seid zweiter Zug, der Gegner hat irgendwelche weichen Einheiten. Sagst du, ja gut, ich entspanne mich nochmal, ich töte direkt eine Einheit und hab dann direkt Kill More als Beispiel. Ja? Also ein Rhino in der Death Guard mit Firing Deck schießt fast so gut wie ein Land Raider Redeemer bei Space Marines. Ganz genau. Da die Einheiten drin sitzen. Die Flamer, richtig, die haben meistens Anti-Infanterie 2+. Und irgendwas wollte ich gerade noch. Egal, mach erstmal weiter. Ja, ich mach erstmal weiter. Ich finde einfach generell diese Chapter-Taktik, wie Manu sie angesprochen hat, dass man sich das aussuchen kann vor jedem Spiel, was ich nehme, ist einfach mega. Ne? Also je nach Gegner, das haben die so geil gebufft. Nämlich mach den Save schlechter. Mache schlechter Treffen in Contagion Range, sowohl Beschuss als auch Nahkampf ist es für beides, ne? Ist einfach mega krass. OC kommt nicht so oft, aber hat bestimmt auch einen super Anwendungsfall, das ist halt richtig cool. Und wenn man jetzt davor steht, okay, was sind die Fragen, was kann ich dagegen überhaupt machen? Eins ist sicher, Death Guard ist nach wie vor nicht schnell. Das Schnellste, was sie haben, ist ein Rapid Ingress Termitrupp, würde ich sagen. Das ist das Schnellste, was sie haben vielleicht dann, genau. Ansonsten sind die langsam sowohl von der Bewegung, die haben keinen Advanced Charge etc. Wenn man jetzt auf Plague Marines trifft, sind Plague Marines und Rhinos der Schlüssel der ganzen Armee. Also habt ihr irgendwie mobiles Shooting, habt ihr Möglichkeiten, dieses Rhino anzugreifen und zu umstellen oder das Rhino aufzumachen.
und den Inhalt zu töten, dann habt ihr wirklich sehr, sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen, weil wenn diese Trupps nichts machen, 5er oder 10er Trupps, die da drin sind, die sind das Brot und Butter dieser Liste. Ne? Die Trupps, die übrigens auch noch Fight First haben, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, warum. Ja, das ist natürlich auch eine defensive Mechanik. Genau. Und trotz allem sind es am Ende des Tages auch fast nur Marines defensiv, mit einem Toughness mehr wohlgemerkt, aber genau, die haben jetzt nicht... Und haben die einen Retter, einen 5er Retter? Nee, die haben keinen Retter. Ja. Und zu ihrem Nahkampf vielleicht auch nochmal den Tipp vorhin auch bei den Custodes gebracht. In so einem Black Marine Squad sind 4 Heavy Blight Weapons von den Marines und einer vom Sergeant. Mhm. Heißt, wenn diese Modelle schlecht stehen, dann kann man die auch mal mit einer zweiten Einheit so elegant wegtaggen und die Einheit über die Character Models angreifen zum Beispiel oder über die beiden Dullies, die den Melter dabei haben oder so. Genau. Und wenn dann der Flammer dabei ist, guckt, dass ihr vielleicht durch die Wand angreift oder so, dass er euch nicht sieht. Das kann man auch mal hinbekommen. Genau, genau. Da verliert das Ganze dann schon auf jeden Fall auch einen großen Teil seines Zaubers, wenn der Death Guard in Anführungszeichen da halt Optionen lässt, dem Gegner. Ganz genau. Das zu Death Guard. Jetzt habe ich Chaos Space Marines noch drin. Das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen. Das ist das Pendant aktuell zu der Fahrzeugliste einfach auch, indem man Abaddon hat, indem man auch, sag ich mal, die Chaos Predator Destructors dabei hat, ein Fortschwind in der Regel maximal noch dabei hat und auch sowas wie Obis oder so. Mega, mega stark. Bevor wir das jetzt nochmal weiter eruieren, kommt hier von Martin nochmal Nachtrag zu Drukhari. Ich finde, die haben was Orkisches. Wenn du aussteigst und im Nahkampf hängen bleibst, geht der Output massiv runter, so wie beim gefailten Wagturn. Ja, bin ich komplett bei dir. Und vor allem, wenn du das als Gegner einfach auch weißt, ne? Das ist dann nochmal ganz gut. Vollkommen richtig. Und Freke schreibt noch zu Death Guard, teilweise ist es bei den DG auch ein Must-Play. Seine Fähigkeit ist super gegen Lornobs. Die ist super. Der ist auch günstig. Muss halt gucken, wie er in deine Liste passt. Aber der ist auf jeden Fall ein gutes Starter-Sheet. Ja. Den kann man auch einzeln spielen, auf jeden Fall. Ja. Genau. Zurück zu Chaos Space Marines. Also nach wie vor Dark Pact immer noch ultra strong. Ja, Starter Gems immer noch strong. Dann hast du Abaddon. Der Typ ist einfach eine Maschine, wie der, man nennt das einen sogenannten Force Multiplier, wie der seine ganze Armee in Range bufft, ist einfach unnormal. Ja, also was ihr euch da auch aussuchen könnt, zusammen mit den Pakten, zum Beispiel Obis, die dann auf Sinch auf einmal unterwegs sind, auf 5-5 schon kritische Treffer indirekt oder direkt machen, wenn sie sterben, sogar noch einen wiederbeleben können. Also das ist schon richtig saftig, knaftig. Chosen immer noch super. Also ich finde einfach, der Schaden ist bei Chaos noch extrem da. Die Vielseitigkeit ist immer noch da. Du hast eine gewisse Portion indirekt und noch einen super, super starken Nahkampf. Das ist auf jeden Fall, was Chaos nach wie vor auszeichnet. Schwächen würde ich sehen, die Punktekosten waren schon knackig. Also sie sind da jetzt, glaube ich, auch am Limit. Die brauchen nichts noch irgendwie teurer oder so. Markerspiel-Input ist für mich auch so ein Thema. Je nach Terrain ist auch so, ja, ob sie da was auf Marker bringen können, was da lange überlebt und das Marker-Game gut spielen können. Also dieses Tauschspiel auch. Und Terrain ist auch ein Faktor. Zum Beispiel habe ich gegen den Sami gespielt. Grüße gehen raus und so. Und der hätte auf jeden Fall auch auf der Map, wo er war, wenn man es richtig macht, konnte er mit seiner ganzen Ballerbock, glaube ich, 4 Züge oder so nicht schießen. Ne, 3 bis 4 Züge. Außer mit dem Indirekten natürlich. Und ja, da muss man halt ein bisschen gucken. Da haben die jetzt nicht so ein Advance und Shoot oder so, diese Mobilität. Die sind halt an diese Bubble immer mit Abaddon so ein bisschen gebunden. Und haben sie schon, mit Sanesh, aber das spielt man nicht. Und oh, das Abaddon-Placement ist quasi ultra wichtig. Das unterscheidet dann auch, habe ich mir von Sami sagen lassen, einen guten von einem schlechten CSM-Spiel. Wenn Abaddon schlecht steht, dann macht sich das hart bemerkbar. Genau, hast du noch was zu CSM hinzuzufügen? Nö, würde ich eigentlich erstmal so unterschreiben. Also der Kodex ist einfach sehr, sehr tief. Liegt daran, dass die Detachment Rule mit den Pakten, also mit den Pakten einfach sehr, sehr stark ist. Man liest den Kodex und kann sich quasi zu jeder Waffe dazu denken, dass sie Lethal oder Sustained Hits hat. So hat es Sami formuliert. Und ja, schon allein diese Regel macht halt ziemlich viele Waffen und damit auch Einheiten interessant. Das heißt, wenn halt ein Teil der Einheiten verschlechtert werden, dann ist es bei CSM zum Glück auf jeden Fall so, dass man da genügend Ausweichmöglichkeiten findet. Ja. Ja, mein Lieber. Ich glaube, wir sind erstmal das, was vom Programm her heute ist, durch. Ich würde tatsächlich an dieser Stelle noch Elder erwähnen. Ich finde es leider sehr, sehr bezeichnend. Weißt du, kaum waren diese Nerfs da und jetzt war jetzt endlich mal ein Nerf, der hat die wirklich hart getroffen.
und viele Elderspieler sind auf einmal, die vorher Elderspieler waren, nicht mehr da. Ja, das ist immer so auch so ein bisschen trauriges Zeichen, finde ich immer. Ich will jetzt nicht auf jemanden zeigen oder so, das ist gar nicht. Ich finde es einfach nur schade, weil meine persönliche Meinung ist, dass Elder immer noch oben mitspielen, nach wie vor. Ja. Die haben immer noch eine geile Mechanik, die haben immer noch super starke Strategems, die haben immer noch so viele Datasheets in ihrem Codex, die ihr nutzen könnt, die stark sind, die mobil sind, die Schaden machen können, die schwer zu greifen sind. Man sieht es auch, in Deutschland ist da jetzt aktuell noch so ein bisschen so eine Schockstarre. Ich glaube aber, ich glaube, Belmar muss die einfach jetzt mal wieder nehmen, auch wenn er nicht will, und muss einfach damit mal wieder ein Turnier gewinnen, damit die Leute wieder aufwachen. Die brauchen immer diese Galionsfigur, die jetzt vorne dann da voranschreitet. Der Thomas schreibt auch, ich bin bald zurück, Elder sind immer noch krank. Auf jeden Fall. Deswegen. Wie siehst du das, Manu? Ja, also, sie haben auf jeden Fall schon, also, sie sind auf jeden Fall nicht mehr so ein Autorin. Also man, oder tatsächlich das Extreme in die andere Richtung gesagt, man muss, glaube ich, schon ganz gut spielen können, um mit Elder mittlerweile ganz oben mitzuspielen. Ohne natürlich trotzdem auch nicht darauf hinzuweisen, dass gewisse Einheiten einfach immer noch sau stark sind. Also zum Beispiel D-Kanonen, Warp-Spinnen, Falken, der Avatar auf Kane, die Shadow, wie heißen die? Die Forge World, Spectre-Krieger. Ah, Shadow Spectre. Ja. Genau, Shadow Spectre. Genau, also es gibt einfach trotzdem noch, oder auch hier deine die Lone-Op-Character und so. Da gibt es ja auch einige sehr gute. Oder auch Fire Dragons. Also man sieht auf jeden Fall einige Varianten. Ich habe auch jetzt hier auf dem Turnier letztens dann habe ich auch noch hier einen rumliegen, ja, gegen Harlekine gespielt. Harlekine in einem Wave Serpent und in einem Falcon. Die waren auch gar nicht mal so schlecht, also zumindest haben die halt Nemesis-Ritter getötet tatsächlich. Oder auch Skyweaver-Bikes von den Elder. Also es war wirklich verrückt auch. Er hat den 3 Zoll Deep Strike nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin in der ersten Runde hinten bei ihm rein und habe irgendwie 10 Falken und 5 Spinnen getötet. Ja. Und seine ganzen Mischungen, also ich habe in der ersten Runde wirklich viel getötet. Und es ist trotzdem erstaunlich, mit wie wenig Elder noch so viel machen kann. Ja? Ja, ja. Also sei es Scoring oder auch Damage oder einfach den Gegner nerven. Ich war wirklich überrascht davon, ja. Ja, und das ist, glaube ich, das. Und ich glaube, auch jetzt ist so der Zeitpunkt, wo die Leute sagen, oh, endlich sind Elder weg und hier und da. Und kommst du jetzt da mit einer Elderliste und meinst das ernst, ne? Dann denken die erstmal wieder, oh nee, fuck, hab ich irgendwas übersehen? Oh nee, was ist da jetzt schon wieder und so? Und gerade dann wieder MSU und dann weiß man wieder schon nicht. Man ist wieder aus dem Training raus. Ich glaube, man hätte im Firebug locker damit auch, also das ist locker, aber mit sehr guter Chance 5-1 gehen können. Vielleicht sogar auch so Wunder schaffen können. Das Gelände war dafür auf jeden Fall da. Ja, da bin ich auch deiner Meinung, ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall immer noch so, dass wenn man gegen Elder gepaart wird, man schon erstmal schluckt. Also ich gehe da auf jeden Fall nicht rein mit, das wird jetzt sagst entspannt. Ja, Mann, Elder, geil. Und so, ne? Außer mit Grey Knights. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, ja. Ja, mein Lieber, wir haben jetzt 1,5 Stunden Zeit, keinen Fehler zu machen, und wenn doch, dann sind es keine 1,5 Stunden mehr. Ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt unser Programm heute gut durchbekommen, glaube ich. Leute, gebt mal Feedback, wie es war, ob ihr da was mitnehmen konntet. Gibt es irgendwie noch einen Punkt, den du am Ende jetzt nochmal adressieren möchtest, Manu? Hast du noch was auf dem Herzen oder ein Thema, was du anbringen willst oder was die Leute mitgeben willst? Noch ein Nugget oder irgendwas? Ich will mich einfach bei der deutschen 40k-Community bedanken. Und die ganzen Leuten auf den Turnieren, jetzt auch im Firebug wieder, ist schon verrückt, wie viele Leute man jetzt in welcher Zeit kennengelernt hat und wie viele man jetzt eigentlich schon, ja, das ist einfach geil. Fahrt auf Turniere, Leute. Also vor ein paar Jahren war ich wie ihr, in Anführungszeichen, beziehungsweise saß auch vorm Rechner und hab eure Battle Reports oder deine Battle Reports geguckt. Ja, mega geil. Also einfach weitermachen, sich vielleicht mal anschauen und sich nicht stressen und einfach Spaß mit dem Hobby haben. Genau. Und den Leuten, die das mit einem betreiben. Das, ja, weil alleine, ne? Lässt sich auch nicht spielen. Alleine ist ein bisschen, ne? Also Leute, wenn ihr noch Fragen habt, wirklich, haut alles nochmal an Manu und mich raus jetzt, ne? Nochmal 1, 2, 3 Minuten, gebe euch da Zeit. Können wir gerne nochmal was beantworten. Das ist auch eure Zeit hier irgendwo auch. Ich kann nur wieder echt sagen, Manu, also ich bin wirklich mittlerweile noch stolzer, also so stolz, dass du mein Kumpel geworden bist mittlerweile und auch mein Teammate. Ich finde es geil, was du für einen Weg machst.
finde ich, ist einfach auch mal so erwähnenswert. Jetzt 5 Majors gespielt mit 5 verschiedenen Fraktionen, hör mal, also da platzt mir ja der Schuh. Das ist sehr, sehr stark. Alle Male bist du, glaube ich, mindestens 5-1, also das fast Maximalergebnis gegangen, das muss man erstmal schaffen. Deswegen weiter Ja, so, also das, weil genau. einmal ist Glück, zweimal vielleicht, ab dreimal ist es irgendwann kein Glück mehr. Und das ist immer so meine Devise. So sagt man zumindest, ja. Genau. Ihr werdet von uns übermorgen ab neues Format sehen. Nächste Woche produzieren wir gleich beide wieder alle Bet Reports auch. Thomas schreibt, Manu, besser Zugang der Kings, geiler Content, ihr macht das klasse zusammen. Ja, ich bin da auch echt froh, weil er auch mitzieht und obwohl er noch da Team Germany und das und dies und jenes macht. Aber er hat auch Bock, Sachen zu machen, das ist halt richtig geil. Man merkt einfach auch unsere, auch Martin, so unsere südlichen Pfeiler, die haben nochmal so einen anderen Sympathieträger in der Community, positiv gesehen. Und genau, nö, das ist es eigentlich, ne? Ich meine, bist du dieses Wochenende auf dem Turnier unterwegs? Nee, ne? Dieses Wochenende fahre ich mal zu meinen Eltern Ja. und bin da mal den Samstag Die und Necron-Figur angucken, ne? Wie weit dein Vater ist, ne? ja, tatsächlich wird das auch passieren, ja. 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 Ich nehme auch ein bisschen was zu basteln mit und dann setze ich mich da mal mit ihm hin und magnetisiere irgendwelche Ritter oder so. Ja, sehr geil. Nee, deswegen, wir nehmen dieses Wochenende ein bisschen Pause, ist auch Ostern. Nächste Woche geht es ja dann für die meisten von uns schon wieder weiter mit dem Alpine Cup. Das wird auch krass. Korrekt. Und ja, vielleicht seht ihr mich. Irgendwie ist das alles noch so ein bisschen in der Schwebe als Kommentator da, vielleicht auch als Spieler. Wenn es irgendwie nicht klappen soll, werde ich auch was mit meinem Leben anfangen zu wissen. Das, so soll es jetzt nicht sein. Vielleicht machen wir nochmal nächste Woche einen Stream. Ich vielleicht ein, wenn du Bock hast, Zeit, das vielleicht auch. Obwohl, nächste Woche hast du dann WTC-Meeting Nächste da, Woche, glaube ich. ja, nee, da geht es Genau. schlecht. Aber in jedem Fall, Leute, keine Frage mehr. Das heißt, ihr seid zufrieden. Wir hoffen, ihr habt heute wieder was mitgenommen. Ihr hattet Spaß bei der Folge heute. Manu, danke auch für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. War mir wie immer eine Freude. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal und alle Leute, die mich kennen, wir sehen uns bald wieder auf Turnieren. Haltet die Ohren steif. Genau. Thomas, mal deine 1000 Suns fertig. Die sahen richtig geil aus. Sah geil aus, Thomas, aber ich will dich wieder zurück auf Elder sehen. Es muss jemand da die Stange halten. Deswegen, ich glaube, das wäre cooler. Danke für all die Subs, danke für die Amazon Primes, alles geht alles immer nur in den Channel. Ich kaufe mir davon kein Matchbox Lamborghini oder wie das Ding heißt. Also deswegen, Leute, bleibt sauber da draußen. Wir sind für heute raus. Wir sind Manu Berades und ich, Ramses von den Kings of the Hill, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.